Novigrad weitergezogen. Habe ich jetzt den falschen? Ich glaube, ich habe jetzt den falschen Spielstand geladen, oder? Das ist der falsche Spielstand. Glaube ich. Ich guck mal. Aber ich denke, das ist ein älterer Spielstand. Die. Quasimodo, hatte ich dich jetzt begrüßt. Hallöchen, na du. Nee, ist der richtige. Alles cool. Die Holzachterbahn, die ich meinte, ja. Was ist denn mit der? Onkel? Geht's dir gut? Stimmt. Die steht im Heidepark Soltau. Stimmt, ich meinte die im Heidepark Soltau. Du hast recht. Ich meinte gar nicht die in Rust. Du hast ja so recht. Entschuldige. Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön für den Resub. Dankeschön für 20 Monate. Also, bald 2 Jahre und leider viel zu selten Zeit, um hier zu sein. Aber trotzdem immer schön. Hi, Raupe und Chat. Hallo, Love Duck. Und vielen lieben Dank für 20 Monate. Viel Spaß im Balkongarten. Wir haben dort einen schönen Grillplatz und einen Pool. Alles, was das Herz begehrt. Mach es dir dort gemütlich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Love Duck. Dankeschön. Spiel selber, Witcher. Alles gut. Das verstehe ich absolut, Lucifer. Ich wünsche dir viel Spaß beim Selbstzocken. Ersatzpark, wo ich hinfahren kann. Na, Phantasialand, Onkel, ist doch bei dir, glaube ich, gar nicht so weit weg, oder? Disneyland zu nehmen, aber 150 Euro Eintrittspreis. Ja, das ist krass. Also Disneyland ist extrem. Ich war einmal in Disneyland mit meinen Eltern. Es ist wunderschön. Es ist wirklich toll. Ja. Das ist richtig, richtig grandios, aber der Preis ist natürlich extrem, ja. So, erzähle Priscilla. Priscilla. Ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht. Priscilla? Bin jetzt braun, reicht auch für heute. Lucid, wie lange warst du denn in der Sonne? Hallöchen. Irgendwann im Sommer mal ein Wochenende. So. Auf der Fährte wäre, das ist alles drüben in Dingsbums hier. Sprich mit den Hexenjägern vor Philippas Versteck. Aber Philippa ausliefern, oder? Das finde ich irgendwie so ein bisschen... Wollen wir denn Philippa überhaupt aus... Was wissen wir denn über Philippa Eilhardt? Was wissen wir denn über sie? Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Nee, nicht Bestarium. Das ist, glaube ich, falsch. Oh, wir haben wieder ein bisschen Philippa Eilhardt. Ja. Okay, erstmal über Dudu Bieberfeld. Den haben wir ja schon kennengelernt. 5 Stunden auf dem Balkon eingepennt. Ui, oh Gott, Frobel. Und Sonnenbrand? Oder saß du im Schatten? Da geht das ganz schnell. Ah, Lucid, ja. Außerhalb der Ferien, ja. Sollte es auch nicht mehr dran? Die Holzachterbahn ist bis 2019 außer Betrieb. Oh. Gerald und ich kannten den Doppler Dudu seit Jahren. Wir kannten ihn sogar schon, bevor wir ihn tatsächlich getroffen hatten. Wir hatten nämlich nichtsahnd mit ihm gesprochen, als er Novigrad die Gestalt von Dainty Bieberfeld angenommen hatte. Ebenfalls ein Freund von mir. Dudu tat, als wäre er Dainty, um das Kontaktnetzwerk des Kaufmanns für seine eigenen Geschäftszwecke zu nutzen. Dainty war zunächst erbost darüber, den Hochstapler nicht finden zu können, der Schindluder mit seinen Geschäften getrieben hatte. Doch als Dudus Investitionen anfingen, ansehnliche Früchte zu tragen, änderte sich der Tonfall des Halblings. Er und der Doppler wurden Partner und er stellte ihn allgemein als seinen Cousin Dudu Bieberfeld vor. Gerald erfuhr, dass Dudu Hurensohn auf die Zehen getreten war, einem der ruchlosesten Unterweltbosse in Novigrad. Dass er aus diesem Schlamassel herauskam und dabei nur ein Auge verlor, musste man eine glückliche Fügung nennen. Ciri, Dudu und ich hatten uns alle in fürchterliche Schwierigkeiten gebracht, doch im Gegensatz zu mir wurde der Doppler nicht von der Tempelwache gefasst. Meinst du Kolossus, furchtbares Teil? Ach, der ist super. Die Holzachterbahn ist toll. Mir fehlt ja Looping bei der Holzachterbahn. Ah, die braucht keine. Ich fand die super. Ich bin die hintereinander weggefahren, wo wir dort waren. Und 13 Uhr von der Arbeit gekommen, hab mir dann ein Buch genommen und bin bis 18 Uhr eingepennt. Scheint ein gutes Buch zu sein. Es scheint sehr spannend zu sein. Rot ist es. Vielleicht ist es ja morgenbraun. Na, mal gucken, Frobel.
So, dann haben wir Philippa Eilhardt. Philippa Eilhardt, einstige Beraterin von König Wisimir II., dem Gerechten, Mitglied des Magierrats und später Gründerin der Zauberinnenloge, hatte in der Weltgeschichte eine ebenso gewichtige Rolle gespielt wie in Geralts Leben. Sie war zweifellos talentiert, doch es war auch nicht zu leugnen, dass sie hinterhältig und krankhaft ehrgeizig war. Vertrauenswürdige Berichte legten nahe, dass sie in den Tod Wisimirs II. Verwickelt gewesen war. Und als Mitglied der Loge hatte sie noch mit zwei weiteren Königsmorden zu tun gehabt. Dem Mord an Demevent von Edrin und dem an Foltest von Temerien. Aus diesem Grund wurde das einstige Juwel vom Hofe Dreibergs jetzt sowohl von nördlichen als auch von nilfgaardischen Spezialverbänden gesucht. Besonders erpicht auf ihre Gefangennahme war Wisimirs Sohn und Nachfolger Radovid V. Bei ihrer letzten Begegnung in Lochmyn hatte er Philippa die Augen ausstechen lassen und seit ihrer Flucht wollte er nichts dringender, als den Kopf des Juwels vom Hofe Dreibergs aufzuspießen und ihn über den Stadttoren zur Schau zu stellen. Lebt Triss noch? Ja. Tja, Onkel, tja, das weiß man noch nicht. Zugeguckt, wie meine Freundin Kalkweiß aus dem Teil wieder ausgestiegen sind. Echt? Aus der Holzachterbahn? Ich fand die fantastisch. Oder meinst du Blue Fire, das, was sie daraus geschrieben hat? Chris Schiller spricht man ohne SCH, wen es interessiert. Also, dann mit K oder Priscilla einfach nur? Priscilla vermutlich, oder? Tagelang pennen könnte. Priscilla, genau. Kolossus, die Riesenachterbahn. Ich fand die fantastisch, Giala. Wir waren da, wie alt war ich denn da? 14 oder so? Und ich bin mit meiner Schwester hintereinander weg diese Achterbahn gefahren. Sie braucht nicht mehr so lange zum Nägel fertig machen. Ich hab gesagt, hast du ein paar Nägel gelassen? Achso. Radovid V., der Gestrenge. König Radovid von Redanien brauchte nicht lange, um sich als harter und unbarmherziger Herrscher zu erweisen, der vollkommen zu Recht der Gestrenge genannt wurde. Sein Vater, König Wisimir, wurde ermordet, als Radovid noch ein Kind war und seine Mutter, Hedwig von Maleore und ein Regentenrat regierten an seiner Stadt. Doch schon bald riss der junge Radovid die Macht an sich und rächte sich an jenen, die ihn mit Missachtung gestraft hatten. Mögliche politische Gegner zwang er dazu, ihm die Treue zu schwören oder ließ sie aus dem Weg räumen, wenn sie sich weigerten. Er erklärte nicht nur Nilfgaard den Krieg, sondern auch den Magiern, in denen er die Wurzel allen Übels sah. Und er versuchte alles, um die Kontrolle über die freie Stadt Novigrad zu erlangen, deren Flotte und Schatzkammer den Konflikt zu seinen Gunsten entscheiden konnten. Geralds Treffen mit Radovid bestätigte die Gerüchte, die sich um den geistigen Zustand des Königs rankten. Der Herrscher Redaniens war ein gefährlicher Wahnsinniger, gefangen in seiner eigenen Welt verstörender Visionen. Doch sein Wahnsinn machte ihn kein Deut dümmer oder weniger gerissen. Trotz seiner Geisteskrankheit manipulierte der junge König seine Gegner wie ein geschickter Puppenspieler. Radovid hegte einen besonderen Hass gegen die Zauberin Philippa Eilhardt, dessen Ursprung bereits in seiner frühen Kindheit liegt. Gerüchte besagten, dass er sich eine spezielle Folter nur für sie ausgedacht hätte und während die zwei Dutzend Stufen dieser Folter sicherlich eine Übertreibung waren, so setzten sie jedoch ein klares Zeichen für das Ausmaß seines Hasses. Efteling, der Park ist auch cool. Nur noch hoch und runter. Ich vorher was mit Kohlensäure getrunken habe. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Na gut, ja, das ist vielleicht keine gute Idee. Der neue Teil im Phantaland. Innerhalb einer halben Stunde fünfmal gefahren, dann konnte das Blatt nicht mehr. Ja, im Phantasialand war ich auch noch nie. Ja, so ein bisschen Frozen, ja. Hört sich genau danach an. Mit Nüssen beschmissen. Gemobbt von einem Eichhörnchen. Hat irgendwie was. Vernon Roche. Vernon Roche war Kommandant der temerischen Spezialkräfte der Eliteeinheit Blaue Streifen und als solcher einer der zuverlässigsten untergebenen König Foltests. Immer wieder hatte er seine Loyalität, Effizienz und Professionalität bewiesen. Mit seinen Fähigkeiten, Rebellionen niederzuwerfen, Nilfgaarder zu bekämpfen oder Skoyatel-Banden den Garaus zu machen, hatten sich nur wenige messen können. Zu Beginn unserer Geschichte hatte er jedoch König, Männer und Heimat verloren und er führte einen Partisanenkrieg gegen die überwältigende Macht der Besatzer. Roches Partisanenkrieg war auf redanische Hilfe angewiesen, auch wenn offensichtlich war, dass Roche die Zusammenarbeit mit Radovid nicht schmeckte.
Wimmer Vivaldi. Die Zwerge betätigten sich im Bankgeschäft, seit der legendäre König Desmond von Temerien noch ein kleiner Rotzlöffel in kurzen Hosen war, der mehr Marmelade aufs Brot wollte. Seitdem haben die berühmten Zwergenfamilien des Bankgewerbes, die Giancardis, Vivaldis und Gianfanellis, ihre Dienste stetig erweitert und in allen größeren Städten des Nordens Zweigstellen eröffnet. Wimmer Vivaldi trug die Fackel seiner ehrwürdigen Tradition in die moderne Zeit und vergrößerte die Niederlassung in Novigrad, bis sie die größte Bank der Stadt war. Gerald und ich kannten ihn zu Beginn unserer Geschichte seit einem Dutzend Jahren persönlich und hatten seine Ehrlichkeit wie seine Erfahrung in Finanzdingen stets geschätzt. Letztere bewies er zu Zeiten unserer Geschichte ein weiteres Mal, da seine Bank auch angesichts zunehmender Unterdrückung der Anderlinge profitabel blieb. So, also, wir wissen nicht so richtig, Philippa scheint hinterhältig und verlogen zu sein. Das heißt, wir werden uns tatsächlich mal um die Quest die meistgesuchte Frau Redaniens kümmern. Nee, warte mal, sollte ich nicht eigentlich erstmal zu Triss? Nee, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Auge um Auge. Nee, das ist mit Roche, jetzt oder nie, triff dich mit Triss. Ich werde mich erstmal zu Triss bequemen, glaube ich. Darf man keinem sagen, Lul. Fred, ahoi, hallöchen. Hallo, Glendo. Übrigens, falls jemand followed oder so, oder jetzt gefollowt hat in der Zwischenzeit, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich sehe das leider gerade nicht, weil Tippi nicht funktioniert. Deswegen bin ich ein bisschen blind aktuell. Wir können ja mal gucken, ob es inzwischen funktioniert. Ich guck mal ganz kurz nach. Nee. Leider. Oder? Mal so probieren. Ah, jetzt geht's wieder. Es geht wieder. Ich sehe wieder was. Und da waren tatsächlich ein paar Follows. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist schon etwas länger her, aber danke schön. Oh Gott, ich dachte jetzt, es wollte nicht, aber es geht. Alles gut. So. Dann zurück nach Novigrad. Und schauen, was Triss von uns möchte. Offensichtlich sehr, sehr eilig. Mit Philippa, die machen wir nach der Triss-Quest. Medikus. Ich traue hier eine Brille. Was denn? Eine große Brotdose. Essen und Trinken betrifft, sind nicht übertrieben teuer. Phantasialand hat genau die richtige Größe für den schönen Tag. So, wir treffen uns mit Triss. Mal schauen, warum sie uns so dringend braucht. Das ist aber auch... Ihr wollt das nicht, wirklich. Mund halten und kämpfen. Die werden es nie lernen. Ich denke ja, sie werden es nie lernen. Wachen vor Triss Haus. Nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Er hat gelogen, als ich ihm den ersten Finger abgeschnitten habe. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Aber ich habe ihm Voraus gezahlt, für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer und das... Ich habe kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Hier mit der Halskette. Und dann raus hier. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Geralt, das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt. Sofort. Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben.
Die sind ein Risiko eingegangen, ja, zu gepfefferten Preisen. Stimmt. Allerdings hätten sie auch das Geld nehmen und mich dann verraten können. Ist für Novigrader Verhältnisse schon verdammt anständig, das nicht zu tun. Bitte nimm sie nicht auch noch in Schutz. Geralt, wir können über Moral oder andere Themen diskutieren, aber nicht jetzt. Du hast gesehen, was in der Stadt vorgeht. Van Hinfen, moin. Vergiss die anderen, rette dich selbst. Na, das ist nun nichts für mich. Wie kann ich helfen? Das werde ich also auslassen. Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du? So schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Schwierig. Viel Spaß im Lurk. Schönen Abend noch, Meleondo. Bye, bye. 5,90 Euro für eine Currywurst. Und wenn es eine große mit vier Pommes ist? Schwund ist immer. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine, aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg freizumachen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Kimmy, hallöchen, schönen guten Abend. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Oh, uff. Wir sollten Anis und Berthold helfen, sie so abzuschreiben. Das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeig den Weg. Vielen, vielen lieben Dank für den Reset. Dankeschön für 2 Monate im Kokon. Für dich festgeknufft und geknuddelt. Deine Gummizelle hat sich eben erweitert. Du hast mehr Platz. Schieb dir eine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle. Mach es dir darauf gemütlich. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, Heldenentscheidung. Was könnte schon schief gehen? Nun, oh, Puzzler, hallöchen. Und Koala natürlich auch. Ah, das wird jetzt bestimmt lustig. Das war klar. Verdammt, bist du hässlich. Ergib dich! Ja, wir metzeln den mal mit der Faust, würde ich sagen, wa? schön mit der Faust weggenatzt. Schön mit der Faust. Nicht weit weg, in den Scherben. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Nein, keine Aufmerksamkeit. Hier drüben. Wache! Warte nur. Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Ja, dann lassen wir die mal weiterlaufen. Geht das Schwert nicht so schnell kaputt, genau. Alle werden sich ergeben, haben sie gesagt. Und jetzt bin ich tot. Hat er mich gerade geschubst? Die ganzen Katzen hier schon wieder, die mich anfauchen. Hallöchen, Arufir. Das sind sie, wie ich gesagt habe. Verdammter Zauberer und seine Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnappt sie! Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau. Marigold. Und der Hexer.
hatte zwei Scheiterhaufen geplant. Jetzt sind es vier. Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich Papa, nicht weg. Papa, Hallöchen. Ich bin doch nicht verrückt. Pandori. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Nein. Wir schaffen das. Ich kann nicht versprechen, dass ihr in Sicherheit seid, wenn ihr mitkommt. Aber wenn ihr bleibt, sterbt ihr auf jeden Fall. Er hat recht. Wir verstecken uns irgendwo und warten ab. Liebster, ich bitte dich. Sei still. Ich habe dir schon letzten Winter gesagt, dass wir gehen sollen. Aber nein, du wolltest es nicht. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt reicht's aber. Wir gehen sofort. Gehen. Danke. Gehen. Schnell. Ja, warte mal. Aber erstmal wird gelootet. Also, ich bitte dich. Jetzt geht's wohl los hier. Also, ich ein Haus verlasse, ohne das zu looten. Kommen wir denn da hin? So. Sehr schön. Hätten wir. Erst looten, dann retten. So sieht's aus. Ja? So macht man das. Kann ich hier mal durch? Danke. Alter, was war das denn? Ich möchte gerne da oben. Da oben ist Loot. Ich möchte den gerne. Danke. Sehr schön, aus dem Weg hier. Achso, warte, wisst ihr, was wir auch mal machen können? Auch wenn die jetzt nicht so schwer sind. Oh, guck mal. Tja, ich habe hier so kleine, winzig kleine Fliegen. Das nervt ein bisschen. Gewässstock. Nicht schlecht. Schönes Schwert. Sieht auch schön aus, ne? Richtig, die wollen ja eh weg. Ja, da kann man das auch alles noch mitnehmen. So, damit sie hier nichts zurücklassen. Das gute Zeug. Das muss ja nicht sein. Aber wir können mal eben noch schnell Gift der Erhängten auf die Stahlwaffe packen. Voraussichtlich im Rahmen der E3 im nächsten Monat vorgestellt werden. Die werde ich mir, denke ich, mal kaufen. Die geht hier X1170. Schick mein Prügel. Stopp. Hörst du? Da, noch zwei. Schnappt sie. Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Was will denn jetzt noch überall hin, ey? Triss. Hier ist das gefährlich. Wir müssen hier weg. Ja klar, schubst mich doch. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wir kommen zu spät. Verdammt, lass mich in Frieden! Oh, sie haben uns gesehen. Tja, hier kommen wir wohl wirklich zu spät, glaube ich. Verdammt. Wir sind zu spät. Da, ich doch, verdammt. Zu spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Ja, und einen verloren. Richtig, eben. Es geht doch nicht ums Brauchen von hin. Manchmal geht es auch einfach nur ums Haben wollen. Und das ist doch in Ordnung. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Ach, das andere wäre jetzt besser gewesen. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit.
Oh Mann. Tja. Können offensichtlich nicht jeden retten, aber es ist nicht so, als wäre ich nicht schnell hier gewesen. Hier lang, Geralt. Vielleicht, wenn ich nicht gelootet hätte. Ja, Eugene, absolut. Loot ist das Wichtigste. So sieht sie nämlich aus. Sind irgendwie alle nicht gut drauf. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. Na klar. So plötzlich ein mitleidiges Herz. Seit Monaten werden hier Magier verbrannt. Aber erst seit kurzem in so großer Zahl. Und ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Wirst sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Ah, Lord Johann, schönen guten Abend. Hallöchen, mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Dankeschön, ich hoffe dir auch. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja. Auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen, ihn das Töten gelehrt. Du... Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Das denke ich auch. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Hoffentlich. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Ich will die Magie nutzen, wenn ich hier lebendig rauskomme. Das kannst und willst du nicht. Radovid und der Kult sind dagegen. Sie wollen die Magie auslöschen und uns dazu. Meister Hexer. So, erstmal, ja, darf ich hier mal ganz kurz. Ich müsste hier echt mal. Ich meine, so wird das hier mit dem Looten sonst nichts. Wie komme ich an diese Kiste? Ich komme nicht an die Kiste, das macht mich wahnsinnig. Geh weg, allmächtige Mutter. Die kann ich auch nicht looten. Wieso kann ich diese Kisten nicht looten? Spinnerin. Was ist denn? Könnt ihr mal bitte hier aus dem Weg gehen? Steht ihr weg! Uns wegen dieser Götter. Alles nur wegen der Religion. Also die Kisten kann ich irgendwie nicht looten. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das heilige Feuer ist nur ein Vorwand. Ja, gibt's das denn? Ein echter Albino! Die Fässer auch nicht, so wie es scheint. Ich find's auch cool, dass er hilft. Ich finde es auch sehr cool, dass er hilft. Wie gesagt, ich glaube halt auch, Dijkstra ist grundsätzlich ein ehrlicher Mann. Ja, also Dijkstra hält sein Wort. Und dafür mag ich ihn halt auch. Also so grundsätzlich. Kann ich irgendwas für dich tun? Wenn wir uns freiwillig stellen,
Wären die Jäger dann gnädiger? Das würde höchstens weniger Folter bedeuten. Was sagen? Etwas. Hast du von Falkas Bett gehört? Das ist eine Bank mit Rollen. Ich will es nicht hören. So. Niemand will es hören. Ich glaube, den Rest kann ich tatsächlich nicht, außer das hier vielleicht noch. Genau. Aber den Rest kann ich, glaube ich, nicht looten. Hallo, Imnoma. Moin und vielen lieben Dank für den Host. Hallöchen. Schönen guten Abend. So. Da haben wir alles, was hier irgendwie zu looten ging. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken. Ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. Bald. Ich schätze, dass wir hier unten Nekrophagen treffen. Also ich denke, wir werden Ertrunkene treffen. Vermutung. Eluvin? Sali? Was? Sali kenne ich. Salista Belladonna? Na genau. Hab ich mir schon gedacht. Vermutung lag ich richtig. Ach so, das heißt Hallo. Oh, entschuldige bitte. Hallöchen, schönen guten Abend. Ach, vom Salü aus dem Französischen abgeleitet, das wusste ich nicht. Salü kenne ich, ja. Salü kenne ich tatsächlich. Als andere kannte ich nicht. Ach so. Schönen guten Abend, Eluin. Huch, was war das denn? Hat sie schon wieder Aggro? Ach, sie hat schon wieder was. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Hey! Ah, oh, ich mag das Loot-Geräusch. Ist äußerst befriedigend. Was, Heiko? Schönen guten Abend. Hi. Na, du? So, wir könnten jetzt nach rechts gehen oder nach, oder aber nach links. Das ist so ein bisschen die Frage. Ich würde eben gern alle Wege irgendwie freiräumen. In der Hoffnung, dass sie so sicher wie möglich runterkommen dann. Was sagen die Österreicher? Bibliothek? Okay. Wenn wir hier die ganzen Bücher einfach gerade mitnehmen. Müssen wir dann später gucken, welche wir noch lesen können. Also, welche wir noch nicht gelesen haben. Die Bibliothek ist erstmal grundsätzlich schön. Glaube ich. Das sagen die unter anderem. Fiat euch, heißt aber Tschüss, nicht Hallo. Ah. So, das hätten wir. Das haben wir. Da ist noch ein Buch. Da ist noch ein Buch. Gut, dann hätten wir das. Grüß euch wäre der Äquivalent zu Hallo. Gedichte von Gonzalo de Aber eher wienerisch. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Aber wenn wir wirklich hier lang müssen, würde ich gerne nochmal in die andere Richtung laufen gerade. Auch wenn wir uns beeilen müssen. Aber ihr kennt mich. Ich kann das nicht leiden, wenn ich dann irgendwas auslasse. Und wir wissen ja auch nicht, wenn hier dann plötzlich... Ja, aber hier ist nichts mehr. Okay.
Aber es hätte ja sein können, dass hier einer langläuft und dann was spawnt und deswegen stirbt oder so. Ne? Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Ist hier eher wienerisch. Zupft die? Udavia über... oh Gott, ich bin raus. Nur schlechte. Ich habe nur schlechte, beschissene Entscheidungen bisher getroffen. Ey! Wieso? Warst du böse? Naja, das ist immer relativ. Also mir ist zum Beispiel aus Versehen, ist mir, wie heißt die? Kyra, weggestorben. Das war ein bisschen blöd. Dann der rote Baron ist mir weggestorben. Also ich habe irgendwie, habe ich da nicht so ein Händchen für. Dann habe ich ein ganzes Dorf ausgelöscht, wobei dafür konnte ich ja nichts, das war ja nicht ich. Das war ja jetzt per se nicht ich. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, verdammt. Ganz schön viele. Oh, wow. Ja, und nu? Ja, das hatte ich auch, Rino. Ein kleines One-Night-Stand und dann war sie irgendwie, naja... Am nächsten Tag, Matsche. Sie ist ja unten schon am Friemeln. Ich helfe ihr mal eben. Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Was war das denn? Ich spiele nicht Todesmarsch und Levelanpassung, aber ich spiele halt Blut, Schweiß und Tränen und Levelanpassung. Stopp. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Verdammt! Ganz schön viele. Endboss-Nagetiere, ja, ja. Verschone dich nicht. Erstmal warten, bis sie alles Akku hat. Triss macht sich super hier als Tank. Ja. Triss macht sich super. Was haben wir denn noch so für Bomben? Die können wir mal noch probieren. Was sind denn das für Ratten? Schluss jetzt! Das gibt's doch nicht! Das ist ja widerlich!
Stimmt, die Ratten sind noch blau. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Schaden mache, wenn ich hier oben stehe. Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier runter? Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Dort wohnt auch Carlo. Alter, was zur Hölle? Das ist bestimmt kein Zufall. Was zur Hölle? Ist denn das? Zu verschwinden. Wo hätte es weglaufen sollen? Gibt's da gar nicht? Alles in Ordnung. Nur ein paar Bisse an Füßen und Waden. Nichts Schlimmes. Wir müssen deine Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Waffen finden. Rio, schönen guten Abend, Hallöchen. Moin. Ah! Was zur Hölle? Das ist ja übel. Ein paar Ratten, ja. Shay, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Hab ich jetzt noch jemanden übersehen? Ich hoffe nicht. Schönen guten Abend an alle. Ist ja übel. Ein paar Ratten. Ist irgendwie noch eine Kiste versteckt. Auf der anderen Seite. Zerknitterter Brief. Warte mal. Juke, Meister Farese fragt nach seinem Geld zum ersten Mal und zum letzten Mal. Entweder zahlst du es morgen mit Zinsen zurück oder du wirst erleben, warum Meister Farese auch der Hacker genannt wird. Ja, okay, das sind die alle vom Anschlag. Oh, verdammt. Elfische Wissende, das kannten wir nicht. Als einziges Buch, alle anderen kannten wir. Ja, da steige ich aus, Lord Johann. Da bin ich raus. Ich kann das sowieso nicht vorlesen und verstehen. Viele denken, dass AN, das N Severne, was so viel wie Wissender bedeutet, lediglich das Wort für Zauberer in der älteren Rede ist. Ein Wissen denn jedoch mit einem gewöhnlichen Praktizierenden von Magie zu vergleichen, das ist, als würde man einen frisch rekrutierten Soldaten, der noch grün hinter den Ohren ist, einem Hexer gleichsetzen, nur weil beide ein Schwert führen. Ein Wissender wendet Magie an, das ist richtig, und zwar mit größerem Geschick als die besten menschlichen Magier. Doch das große Ansehen und die große Beachtung, die sie genießen, rührt nicht von diesem Können her, sondern von den anderen wahrlich seltenen Fähigkeiten, über die sie verfügen. Für die elfischen Wissenden gibt es keine Geheimnisse. Für sie ist ein Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft so einfach wie das Sehen der Gegenwart. Gleich. Sie beherrschen alle Geheimnisse der Magie und auch alle Bereiche des Wissens. Sie verstehen als einzige die Natur, die Wirkungsweise des sogenannten älteren Blutes und die Gene von Lara Dorin. Und sie hüten dieses Wissen sorgfältig. Wie zahlreich sind die elfischen Wissenden? In meinem ganzen Leben habe ich nur eine Wissende getroffen. Ida Emaean. Emaean? Aus den Blauen Bergen. Möglicherweise ist sie die letzte Vertreterin dieser geheimnisvollen Kaste. Ich habe zwar von einem männlichen Elfen gehört, der auch dieser Kaste angehören soll, aber bis zum heutigen Tag der Niederschrift ist es mir nicht gelungen, dies zu bestätigen. Hi, hier war Let. Vielen Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, Geralt und Raupe. Vielen Dank für 10 Monate zum Kokon. Fühle dich festgeknufft und viel Spaß mit der Klimaanlage, die du jetzt erhältst. Jetzt im Sommer wird sie dir, glaube ich, sehr gute Dienste leisten. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. So. Wir kannten nur ein einziges Buch nicht. Das ist halt auch irgendwie beeindruckend. Okay, wir sollen da hoch. Das heißt, wir gehen erst da lang. Wenn wir da lang können. Nein, da ist abgeschlossen. Okay. Hm.
wie viel ich hier finde. Das ist sehr krass. Die Leiche ist blass, vertrocknet. Kein gutes Zeichen. Wir werden doch hier nicht auf einen Vampir oder so stoßen, oder? Oder ein Ekima. Also vermutlich eher ein Ekima. Celeste, schönen guten Abend. Liebe Valette, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank. Wunden am Hals und an den Schultern. Ja, das wird wohl auf einen Ekima hinauslaufen hier. Ah, ich soll doch hier lang? Ich dachte in die andere Richtung. Kurz vor Ende ist damals meine Safe-Datei weg gewesen. Oh Gott, echt läuft Dark? Das ist ja mies. Oh, Lord Johann, gut jetzt. Aber mir gefällt das Spiel, danke der Nachfragen. Warte, lass mich mal ganz kurz in Alchemie reinschauen. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, wir haben nicht so einiges jetzt gefunden. Verbesserte Katze und verbesserter Schneesturm. Bombe, Nordwind. Weiße Möwe. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo brauche. Wir können ja mal kurz durchgucken. Hier bräuchte ich es, aber da brauche ich auch noch Rebis. Und Rebis kann ich, glaube ich, gerade nicht herstellen. Nee. Uiuiui. Lang und scharf. Das ist 100 pro das, was ich denke. Glaube ich zumindest. Deswegen. Was für ein Öl brauchen wir? Geist, Vampir. Ich rechne damit, dass es ein Ekima ist. Hast du gehört zu meinem täglichen Vokabular? Ja, aber natürlich. Bist schon lange ausgestiegen. Wolverine garantiert. Nee, ich denke mal, es ist ein Ekima. Würde ich vermuten, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Mir ganz kurz noch ein Stündchen meditieren. Das interessiert doch gerade keinen, oder? So. Die Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Ein niederer Vampir. Sag ich doch. Dicht bei mir. Sag ich doch. Da hatte ich wieder mal den richtigen Riecher. Warte mal. Gegen Vampir hilft. Also gegen Ekima. Vampir, Ekimen. Igni, okay. Kann ja nur eine Mega-Ratte gewesen sein. Igni. Na. Da hinten irgendwo ist er. Ein Katakan. Ein was? Ein Vampir. Ein was? Was ist denn ein Katakan? Scheiße. Verdammt. Au! Das habe ich.
in der Kanalisation immer so viel los? Zum Glück. Zum Glück? Garantiert ein sicheres Einkommen. Los, gehen wir. Katakane. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich hätte nämlich sonst gar nicht, hätte ich Probleme gekriegt, den überhaupt zu schlagen. Melitele, große Mutter, beschütze uns vor dem Bösen, vor unreinen Teufeln und verdorbenen Dämonen und vor allem vor den Fängen von Katakanen und Nosferatu. Auszüge aus einem Gebet. Katakane und ihre gefährlicheren Verwandten, die Nosferatu, stellen die Verkörperung der menschlichen Ängste dar. Sie verstecken sich in den Schatten, sie ernähren sich von Blut. Sie gleichen riesigen Fledermäusen, aber sie haben längere Reißzähne und noch längere Krallen. Und als ob sie nicht schon für genügend Ängste sorgen würden, können sie sich obendrein unsichtbar machen und ungesehen abwarten, wie ihre Opfer von der Angst vor dem bevorstehenden Angriff überwältigt werden. Igittigit, das ist ja widerlich. Aber wir haben es tot gemacht, ja, das ist die Hauptsache. Es ist dahin. Jetzt gucken wir noch, ob wir dem neuen Zeug was bauen können. Zwei Bomben aktuell. Ja, natürlich. Ich habe Nigredo nur einmal. Das heißt, ich kann nur eins von beiden bauen. Tanzender Stern oder Mondstaub? Ich glaube, ich nehme das hier. Nigredo ist doch auch eine Substanz, ne? Ja. Also brauche ich weiße Möwe, ne? Aber weiße Möwe kann ich doch herstellen. So, und jetzt müsste ich Nigredo bauen können. Und mit viel Glück kann ich jetzt... Ja, genau. Jetzt kann ich auch die eine Bombe noch bauen. Sehr gut. Gibt es das auch als Haustier? Ich hoffe nicht, das ist ja widerlich. Ich hoffe doch mal nicht. Das will ich nicht als Haustier. Also eine kleine Fledermaus, ja, aber das ist ekelig. So. Nee, weil ich es ja auch nicht haben will, Heine. Ich will es ja nicht haben. Deswegen. Möwen, hörst du? Wir haben es geschafft. Komm, wir müssen das Schiff klar machen, bevor die Jäger kapieren, was los ist. Endlich. Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geratet. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Überall so ganz kleine Fliegen. Kann ich helfen? Robert, hallöchen. Soll ich Violine spielen oder Blumen oder Bonbons besorgen? Was? Wie? Wie? Warum? Hobbits, hallöchen. Beobachtet eine Raupe beim Looten. Graf Pyro, moin. Fruchtfliegen? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das sind... Nee, ich glaube, das sind keine Fruchtfliegen. Ich weiß nicht, was das für ein Gelumsch ist. Das nervt. Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ah. Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Verdammt! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! So ein Mist. Sekunde. Ich habe den ganzen Scheiß nicht umsonst gecraftet und gelernt. Oh, das war der Falsche. Zurück in die Hölle, Hexe.
Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Hi Dago, schönen guten Abend. Gewitterfliegen könnte sein. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier und jetzt. Frau Merigold, wir müssen los. Bitte. Wir hatten unsere Chance, aber die haben wir verpasst. Ja, lieben ist halt jetzt so ein bisschen... Lass es uns nochmal versuchen. Lieben ist relativ, ich habe nicht die Kraft, es zu versuchen. Wenn ich wüsste, dass es funktioniert. Frau Merigold, wir legen ab! Ich glaube, das sind Gewitterfliegen, ja. Die machen ja auch so ganz komisch so. Zip. Voll eklig. Du hast es wenigstens versucht, Kumpel. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Ach, klar. Los, erzähl schon. Mach doch nichts. Wie du weißt, schlug mein Herz für Philippa Eilhardt, als wir beide Redanien gedient haben. Eines Tages parfümierte ich mich wie eine Hure mit Hitzewallungen, zog einen nadelsteifen Wams an, die sollen einen schmaler aussehen lassen, ging zu ihr und sagte, dass wir viele Gemeinsamkeiten hätten und so weiter. Und weißt du, was sie antwortete? Die Nadelstreifen haben dich nicht schlank genug gemacht? Nein, sie sagte, sie würde Frauen bevorzugen. Also habe ich mich betrunken und habe rumgehurt. Und gibt's in der Geschichte auch eine Moral für mich? Nein, nur einen Tipp. Mach's so wie ich. Später, nachdem wir geredet haben. Oh, die Dialoge sind ein Hit, ja, absolut. Oh, Siggi hat tatsächlich versucht, uns aufzumuntern. Ist das nicht süß? Dijkstra, was heckst du diesmal wieder aus? Was meinst du... Wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30? Ein paar mehr oder weniger? Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Aert, Art Carré, Guleta? Du weißt, dass dieser Bastard Raduvit erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Raduvit umzubringen. Ja, Lord Johann, sehe ich genauso. Und bei Elrock, das, was Koala sagt. Genau das hätte ich dir auf den Satz auch gesagt, dass das ein Fehler war. War kein Fehler. Hab mich entschieden. Ganz einfach. Nacht 15, Hallöchen. Schönen guten Abend. Du machst dir um die Magier der Welt so große Sorgen? Das soll ich dir glauben? Ja, aber nicht, weil ich Mitleid habe oder es mir das Herz bricht. Das ist richtig. Für mich weist die systematische Verfolgung auf ein viel größeres Problem hin. Ein Verrückter herrscht über Redanien. Ich habe Wisimir gedient, Raduvits Vater. Ich war über 2 Jahrzehnte lang der Kopf seines Geheimdienstes. Zusammen haben wir Redanien verändert, es zum mächtigsten Königreich des Nordens gemacht. Weißt du, warum es so mächtig war? Wegen seiner Armeen, denke ich. Und du hättest verloren, du Idiot. Massenmobilisierung, aufgestachelte Bauern mit ihren Sicheln als Waffen. Was soll das für eine Herausforderung sein?
Es ist viel schwieriger, einen starken Staat mit gesundem Handel, Handwerk, soliden Bündnissen, fortschrittlicher Wissenschaft und unabhängiger Gerichte aufzubauen, die gerechte Urteile sprechen. Wisimir und mir ist es gelungen, durch Jahre harter Arbeit. Ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie dieser kleine Scheißkerl alles zerstört. Raduvit der Strenge, dass ich nicht lache. Ja, Raduvit der Gedankenlose. Hilfst du mir, Geralt? Ah, Liefi Guru. Danke schön. Werde ich bestimmt haben. Guten Abend, Nashka. Hallöchen. Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Also ich hätte jetzt schon gern gesagt, ich helfe dir. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral. Deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Natürlich werde ich ihm helfen. Mach's gut, Geralt. Und wie ich ihm helfen werde. Ich werde ihm sowas von helfen. So, erstmal ganz kurz den ganzen Loot einsammeln. Ja, gerne. Oh, ah, ich habe wieder den Mausfehler. Ich habe mich schon gewundert, wo die Maus die ganze Zeit herkommt. Wartet mal, dann müssen wir... wir mussten den ganzen... Mussten wir nur den Spielstand laden? Ja, ne? Ich glaube, wir mussten nur den Spielstand laden. Das konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corintilli, einer Traumdeutin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Genau, Koala. Wenn uns die Hexe ausgehen, sind die Andersdenkenden dran, die Abweichler, die, die einen schief anschauen. Ja, so sieht's aus. Oh, jetzt ist der Loot weg. Na toll. Blaue Maya-Matte? Nee, ich habe keine Maya-Matte bestellt, Heiner. Das ist das Problem. Und da habe ich mir heute in meinem Notfall... Oh Gott, diese Gitter fliegen überall. Habe ich mir Relentless geholt. Was anderes einfach. Mach das, Celestis. Viel Spaß im Lurk. Schönen Abend noch. Bin ich mal von der Brüstung gestürzt. Tot. Nee, auf Skellige war ich noch nicht, nein. Auf zum Kampf! Was willst du? Gewärtige den Kampf. Diesmal wirst du es nicht so einfach haben. Was? Jetzt hat er noch Freunde. Du hast Freunde dabei. Hm. Kämpfen die auch alle zu Ehren der Jungfer Heidelbeer? Nein. Gute Nacht, Celestis. Die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Na genau. Ja, denn du bist ein Bösewicht und Betrüger, mein Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Ach, komm hier. Du hast ja auch nicht gefragt. Aber bitte, da ihr euch schon die Mühe gemacht habt, kämpfen wir. Tanzen wir. Verfickte Flüche! Versuch's doch, du Schwanz!
Ich hätte ihn vielleicht doch nach Hause schicken sollen. Sorry. Meine Reisen, ein Tagebuch, das der schönsten Frau der Welt gewidmet ist, die Jungfer Heidelbeer. Ich hätte ihn nach Hause schicken sollen. Ich bereue es gerade. War ganz schön knapp, ja. Ups. Igni hilft gegen die Fliegen. Toll, Strauchi. Sehr hilfreich. Dies will ich tun. Durch die Dörfer des schönen Landes Velen ziehen und das Lob der Jungfer Heidelbeer singen. Ich will ihre unvergleichliche Schönheit und ihre unübertroffenen Reize preisen. Die Jungfer Heidelbeer ist zweifellos die intelligenteste, verständigste und barmherzigste aller Kreaturen in dieser unvollkommenen Welt. Jedermann, der anderes behauptet, wird sich von mir umgehend und umfassend korrigieren lassen müssen. Und die stursten, vermessensten unter den Banausen werden mein Familienschwert zu schmecken kriegen. Tatsächlich kam ich erst neulich darüber hin, wie ein gewisser Herr ein Weibsbild koste, und so dreist war, sie als schönste aller Blumen zu bezeichnen. Ich erboste mich derart, dass ich beschloss, dem Toren das Ausmaß seines Irrtums zu erläutern. Doch er weigerte sich, mir sein Gehör zu schenken, und als ich darauf beharrte, ergriff er die Flucht. Wahrlich, dies ist ein Land von Feiglingen, ich werde nicht nachlassen, bis ich nicht alle weit und breit davon überzeugt habe, ihre Komplimente der Jungfer Heidelbeer zu widmen und nur ihr. Naja, gut. Ob das jetzt für den so viel besser war, ich weiß auch nicht. Ist der Rückschuss besser Art, meinst du? Ja, das ging auch so ganz gut. Oder? Findest du nicht? Ich fand, das ging auch so ganz gut. Er ist nur ein bisschen kopflos heute. Alles gut. Naja. Sehe ich auch so. Stell ein Glas mit Essigwasser hin und die Mücken werden sich da drin sammeln. Naja, es sind ja keine Mücken, das sind Gewitterfliegen. Pyro. Psst, Grauhaar, hierher! Was gibt's denn? Wir haben ein Problem, Meister Hexer. Ein Freund von uns wurde verletzt und wir finden ihn nicht. Der Arme könnte verbluten. Du hast doch schon so viele Monster verfolgt. Könntest du auch unseren Freund finden? Wir zahlen auch was. Hilft gegen Kopfschmerzen. Warum nicht? Ein kleiner Umweg wird nicht schaden. Geh voran, Meister Hexer, aber so schnell es geht. Der arme Kerl braucht Hilfe. Wieso glaube ich den nicht? Spur. Irgendwelche Ideen? Ja, er ist gerannt zum Hafen. Kam aus der Kanalisation. Na genau. Kanalisation? Der Geruch müsste einfach zu verfolgen sein. Trinken wir. Es wird schon Abend. Au! Fass mich nicht an. Du kommst mir bekannt vor. Wo denn? Wo ist denn hier ein Geruch? Ach, der Arm oder was? Stiefelabdrücke. Mit Schlamm aus der Kanalisation. Blut. Noch frisch. Ich weiß nicht, ob wir Essig da haben, ehrlich gesagt, aber das wäre schon nicht schlecht. Ist er echt nach oben? Er ist wirklich nach oben. Was belästigst du ihn, du Made? Siehst du nicht, dass er beschäftigt ist? Ruhe. Hexenjäger. Hab ich dich, Hurensohn. Das war fast ein Zentner reinsten Fistechs, das du verbrannt hast. Weißt du, was das wert war? Na schön, Hexenmann. Nimm deine Kröten und zieh ab. Also auch wenn das ein Hexenjäger ist, will ich das eigentlich nicht zulassen. Wieso habe ich jetzt wieder die blöde Maus hier? Ist die immer da? Weiß ich gar nicht. Nee, ich finde das nicht gut. Auch wenn das ein Hexenjäger ist, finde ich das nicht gut. Lass den zufrieden. Wunder über Wunder. Ein Hexer verteidigt einen Hexenjäger. Als nächstes setzen sich Mäuse für Katzen ein.
Es ist mein Ernst. Ach ja? Na, dann machen wir Ernst. Jedes Mal dasselbe. Reißt euch zusammen, Jungs! Von deinesgleichen habe ich keine Hilfe erwartet. Du solltest nicht so schnell urteilen. Die Lektion wäre auch für deine Kollegen nützlich. Ja, ich habe viel Blut verloren. Ein Mediziner muss mich zusammenflicken. Schnell, hilfst du mir? Na, ihr Hexenjäger seid aber höflich, wenn ihr was braucht. Gut, ich tu dir den Gefallen. Gegen mein besseres Wissen. Gib mir die Hand. Sven, schönen guten Abend. Hi. Na, hoffentlich bringt es uns irgendwann etwas, dass wir das getan haben. Mal schauen. Es bringt uns zumindest jetzt ein bisschen Loot. Schwert gegen Hexen kennen wir schon lange. Essig und Spüli in Glas. Spüli, um die Oberflächenspannung zu zerstören. Dann plumpsen alle da ins Wasser und ertrinken. Keine gute Tat bleibt ungestraft. Wie, wer kam nochmal zurück? Kamen sie nochmal zurück, Rino? Wer? Triss? Nee. Triss ist weggefahren. Wie deine Augen auf das Licht reagieren. Nein. Ah, doch. Da war ein Punkt, wo ich's looten konnte. Verdammt, wo ist der Punkt? Jetzt. Da ist er. Sehr gut. Wie komme ich jetzt hier raus? Ist hier der Ausgang? Ach, hier lang. Alles klar. Du hast Triss wegfahren lassen? Ja. Sie wollte nicht bleiben. Und ich wusste ja nicht, dass sie offensichtlich nur bleibt, wenn man ich liebe dich sagt. Und ob ich sie jetzt liebe, das konnte ich jetzt so nicht bestätigen. So einfach mal so. Dafür kannte ich sie ein bisschen zu wenig. Eben, das heißt nicht, dass ich Triss nicht leiden kann. Ganz im Gegenteil, ich finde Triss sogar sehr toll. Aber... Boah. Boah. Naja, ne? Ich liebe dich, wollte ich halt nicht sorgen. So, verdammt. Starr die Kinder nicht so an, du machst ihnen Angst. Oh nein. Oh. Darf ich mal? Das ist wieder so einer, wo ich nicht rankomme. Hasse das. Komm ich auch nicht ran. Ich fühle mich besser. Ich sehe besser aus, ja? Na gut. Dann hätten wir das mal schnell nebenbei gemacht. Ich glaube, das hier sollten wir wirklich mal machen. Aber ich wollte ja eigentlich die meistgesuchte Frau Redaniens machen. Ray Ray, schönen guten Abend. Hallöchen. Bist du eher für Triss oder für Yen? Für gar keinen bei Elrock. Das ist mein erster Run und ich kenne die beide kaum. Warum fragt denn das immer jemand? Warum ist denn das so? Muss man diese Unterscheidung treffen? Ist das so? Darf man nur einen von beiden mögen? Oh verdammt, ich sollte vorher verkaufen. Ich sollte vorher unbedingt verkaufen.
Für Fans, ja. Ja, als Fan, also merkt euch das, wenn ihr das Spiel mögt, wenn ihr Fan dieses Spiels seid, ihr müsst euch für einen entscheiden. Anders geht das nicht, Freunde. Merkt euch das? Ja? Wieso? Scheiße. Oh. Warum? Verstehe ich nicht. Begreife ich nicht. Warum muss ich denn? Kann auch beide gut finden. Also für Dijkstra, ja. Dijkstra finde ich toll. Dijkstra finde ich wirklich ganz toll. Den mag ich. So, erstmal ganz kurz Meditation bis zum nächsten Tag, Freunde. Huch, was habe ich denn jetzt gedrückt? Geht doch nicht ums Lieben, Kiale. Geht doch nicht ums Lieben. Geht doch ums Gutfinden. Das ist ja auch der Grund, warum ich ihr eben nicht gesagt habe, ich liebe dich, weil... Was kann ich für dich boah, tun? Boah, weiß nicht. Ja, wirst du mit mir nicht debattieren bei Elrock. Auf gar keinen Fall. Habe ich keine Lust drauf, drüber zu debattieren. Hier, Geld umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Ich kann dir einen Besuch nur. Ja, wer hat noch was zum Umtauschen? Ach, bezog sich auf den Kommentar. Ach so, ach, darum geht's. Das ist gut bei Aerok. Das ist sehr gut. Erstklassige Schwerter. Zeig mal, was du anzubieten hast. Was ist das denn? Ewiges Feuer, Henkerrüstung. Idifui. Hedanische Hellebardierrüstung. Was? Das ist nicht mal einzigartig? Nee, das hat nur andere Werte dann. Ach so. Der Henker sieht doch gut aus, ja, aber ich will die nicht tragen. Ich bin doch kein Henker. Lass mal kurz gucken, haben wir irgendwo eine Muschel? Nö, ne? Wenn man die Felle zerlegt, kriegt man Leder ohne Ende. Ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll ist. Altes Bärenfell, Fellstück, gehärtetes Leder. Vor allem, wie viel das kostet, das auseinanderzunehmen. Krass. Wie viele Köpfe hast du abgetrennt? Na, schon ein paar. Ich habe nichts anderes vor, Kiale. Ich habe nichts anderes vor. Nein, Quatsch. Ich will das doch gar nicht zerlegen. Gott, diese Fliegen machen mich irre, echt. Also doch, Henke. Achso, Hallöchen, 81 Calls, schönen guten Abend, Hallöchen. Genau das Zerlegungsmaterial brauchst du ja, oder? Hexerrüstung, einen Tipp gegen Mangometeor, weiß nicht. Ich wollte ja irgendwann, glaube ich, das Katzenset dann haben. Gerne. Ja, das ist aber eklig, Lucid. Ich glaube, ich habe eins schon in die Nase bekommen. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit so. Ich glaube, dass ich eins in die Nase bekomme. Das ist ekelig. Ich das mal so sagen darf. Miau. Die Bärenbrustrüstung. Ja, aber ich muss kein Tank sein. Also es ist halt, ich bin mehr so der Ausweicher. Weißt du? Verbesserte Katzenrüstung, soweit bin ich aber noch nicht. Und ich brauche erst noch die normale Katzenrüstung. Die fehlt mir halt noch. Jägerstiefel, Bergstiefel. Ich wäre jetzt im Levelbereich für ein Set. Na, dann erzähl mir mal, welches Mangometeor. Please.
Bis dann. Raupen inhalieren Gewitterfliegen offensichtlich und das ist ziemlich eklig. Katzenrüstung ist Level 17. Stimmt, Level 17 müsste für die Katzenrüstung reichen. Katze? Toll! Aber ich weiß nicht, wo ich die Katzenrüstung finde. Oder haben wir da, oder haben wir dafür eventuell eine Quest? Wartet mal. Schatz suchen. Das ist Greif. Katzenschulenausrüstung. Ich suche. Ja, dann lass uns doch mal das hier machen gerade. Oh, Alter. Ich raste hier aus. Das macht mich irre. Ich glaube, Sandu hat jetzt hier was reingestellt mit Essig. Spül ihn. Oh Gott, das stinkt. Oh, hier ist das eklig. Es stinkt. Oder auch Monster. Im Tutorial ging das relativ gut. Danach nie geschafft. Na, Wölfe kannst du auf jeden Fall. Wölfe, Wagen, Hunde, sowas. Die kann man blocken. Die anderen weiß ich jetzt gerade gar nicht. Igni-Raupe. Boah, wie das stinkt. Hm? Nee, das stinkt. Das riecht nicht, das stinkt. Aber das ist okay. Hauptsache, die Fliegen verschwinden. Hör mal, hier ist irgendwo noch ein Kaufmann. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Wieso kann ich mit ihm nicht handeln? Ah, jetzt. Willkommen, willkommen. Dann nimmst du den Geruch nicht mehr wahr. Ich denke auch, Hauptsache, die Fliegen gehen weg. Was hast du denn da? In deinem Gesicht was krabbelt, oder? Nee, ich habe das Gefühl, ich habe eine eingeatmet. Da hilft mir auch Gesicht waschen nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe eine eingeatmet. Hm? Nee, nicht essen. Essen will ich die nicht. Ich habe auch keine gegessen bis jetzt, glaube ich. Aber halt eingeatmet. Mindestens genauso schlimm. Mücken looten. Nee, nee, Gewitter fliegen. Bei Hattori was abholen. Ja, ich muss jetzt eh Hattori suchen. Weil ich die ganzen Schwerter loswerden muss. Ich muss nur erstmal gucken, wo Hattori gleich nochmal war. Weiß das noch jemand? War das hier so in die Richtung? Ich kann mir einfach immer nicht merken, wo die sind. Die Stadt ist so groß. An den Fliegen zwischen den Zähnen. Na genau. Wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Irgendwie das Gefühl, hier bin ich falsch. Hattori war doch irgendwo Richtung Hafen eigentlich, oder? Nee, über. Ich musste. Nee, musste ich nicht auf die andere Seite? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Den Amboss? Ja, das Problem ist, siehst du, dass der. Achso, ah. Ah, ihn zeigt's mir an. Das ist schön, weil den anderen, die anderen zeigt's mir alle nicht an. Die anderen Schmiede. Weil hier ist ja auch noch einer, dort. Und den zeigt's mir halt nicht an. Erst wenn ich jetzt da bin. Jetzt zeigt's mir den an. Das ist halt immer so ein bisschen nervig. Nachdem die ganzen Fliegen in der Essigplörre gelandet und gestorben sind, kannst du das Glas einfach wegtrinken. Oh, ich bitte euch. Das ist ja wieder. Leute, helft mir! Hey, Yaki, du bist der Älteste. Das ist so eine Quest. Was machen Huren eigentlich genau? Tja, ich will ihn lebendig. Lebendig. Was geht denn hier ab? Hallo? Spinnt ihr? Geht's? Ja, ich weiß, da sind überall welche. Haftbefehl. Gesucht. Drei Banditen im Besitz von magischer Schmugglerware. Die Objekte sind gefährlich verboten und müssen unverzüglich zerstört werden.
Lucy, auch bekannt als der Fuchs, versteckt sich auf der Templerinsel in der Nähe der Brücke, auf der Tempelinsel. Fritz versteckt sich in der Nähe des schiefen Hauses. Walter, zuletzt gesehen in Spitzenhallen, in der Nähe der stinkenden Hecke. Die Banditen müssen verhaftet oder an Ort und Stelle getötet werden, wenn sie Widerstand leisten. Verdammt! Ein gesuchter Verbrecher? Ja, nun, ein Magier mit Sicherheit, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch ein gesuchter Verbrecher. Also Banditen steht ja da. Einfach mal die Polizei weggeklopft, klar. Auf Skellige leben nicht nur die Jünger des örtlichen Phanteons, sondern auch Druiden. Der Kult der Freya und der Kreis der Druiden koexistieren in großem gegenseitigen Respekt. Die Verehrung der Heiligkeit von Erde, Fruchtbarkeit, Liebe und Geburt ist das Band, das die beiden Glaubensrichtungen verbindet. Für die Druiden sind die Menschen ein Teil der Natur und sie sollten ihre Umwelt mit dem größten Respekt behandeln. Sie sind der Ansicht, dass es die Natur war, die den Menschen und menschenähnlichen Völkern das Leben als ihr kostbarstes Geschenk gab und dass die Menschen ihren Willen dem der Natur unterwerfen sollten. Druiden werden als Weise und Priester behandelt und von der örtlichen Gesellschaft sehr geschätzt. Sie fungieren als spirituelle Berater, Kräuterkundler und Alchemisten. Die Skelliger suchen in schwierigen Zeiten ihren Rat, rufen sie zu ihren Kranken und bitten sie, Konflikte zu schlichten. Die Druiden von Skelliger haben wie ihre Brüder auf dem Festland einen Kreis, einen speziellen Bereich in ihrem heiligen Hain der Versammlung, Meditation und dem Studium heiliger Folianten gewidmet ist. Viele Druiden sind in der Lage, Magie auszuüben. Genau, ich bin hier die einzig wahre Polizei, ja, Freunde, ja? Mama hat mir erzählt, dass sie Dinge tun, die Mama nicht tun würde. Meine Mama hat die Wäsche waschen. Ja? Ist das, was die vielen Herren in der Passiflora tun? Wäsche waschen? Oh. Ich denke schon. Ich habe nur durchs Fenster geguckt. Da sind das gibt's nicht, echt. Was ist das denn jetzt? Gehst du hin? Verschwinde von hier. Walter? Das ist sehr irritierend gerade, Walter. Also Walter geht's wieder gut, ja? Walter ist wieder fit. Ewiges Feuer, warum ich? Schön. Ihm geht's fantastisch. Aber strange. Walter ist ein illegales Klonexperiment. Ich glaube auch, Herr. Hatsuri, mein Freund. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Wie sieht's denn... Nee, warte mal, lass uns erstmal handeln. Was hast du denn im Angebot? Mein Inventar ist so voll. Du musst mir mal das ganze Zeug hier abnehmen. Und das noch. Oh, ich kann jetzt das Katzenstahlschwert tragen? Ja, Mann. Ja, Mann. Ich werde es tragen. Oh ja. Sehr cool. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Reparieren geht immer. Kauf doch noch ein Stahlschwert. Stimmt. Dann kann ich ja... Achso, nee, kann ich... Achso, du meinst eins von den beiden? Stimmt. Weil das ist ja eh doppelt. Tatsächlich. Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur. Ein Schwert, das alle anderen überstrahlt. Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Aper. Ich habe zu danken. Für alles. Ja, ist da zu hören, Pyro. Das ist mein Lüfter. Ansonsten könnte ich hier drin nicht überleben. Samba die ganze Nacht. Vielen lieben Dank für den Follow. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Entschuldigung. Bis da. Sorry. Harata, was haben wir denn bekommen? Scherbenschwert. Kritischer Trefferbonus plus 50%.
Ja, ist natürlich nicht schlecht, aber gegen das Katzenstahlschwert stinkt es halt ganz schön ab. Und das ist Fakt. So spannend, Raupe kriegt kaum Luft. Genau. Was zum, wie, was denn? Gute Nacht, Kuma. Ist jetzt nicht so geil, das Ding. Nee, ne? Also irgendwie, also für Stufe 15 vielleicht. Da kannst du es noch 2 Level tragen, aber, boah. Naja. Egal. So. Rüstungsdurchbohren. Zeichenintensität ist natürlich sehr geil. Wobei halt, wenn ich... Ah, ich habe Angriffskraft. Sehr gut. Das nehmen wir. Schwertfall trinken, dann hast du länger Sauerstoff. Ja, so. Stufe 15 ist es schon nett. Ich denke auch. Das denke ich eben auch. Achso, wir hatten übrigens ein Level-Up. Das sollten wir vielleicht mal verteilen. Wo ist es denn? Hier. So. Wir müssen hier noch ein paar Punkte reinstecken, um genau zu sein, 7 Punkte. Jetzt ist da die Frage. Überdosis-Schwellenwert. Der ist nicht schlecht. Beim Zielen mit Bomben, das muss nicht unbedingt sein. Mut dagegen konsumiert, ja, wirksame Wirkdauer. Chemie-Rezept für Stufe 1 erhöht. Der Stufe 1 erhöht die maximale eigene Vergiftung um 1. Ah. Kritischen Vergiftungsgrad, die maximale Vitalität. Ich finde den Schwellenwert halt nicht so schlecht. Der hier ist natürlich auch schön, also Erfrischung ist auch durchaus super interessant. Wobei, das sollte ich vielleicht zuerst machen. Du musst ja dann eh noch in den zweiten skillen. Von dem her passt das schon. Ein großes habe ich gerade nicht, ne? Kann ich mir noch ein großes zusammenklöppeln? Nö, kann ich nicht, da fehlt mir noch ein bisschen. Na gut, dann halt nicht. Dann kommt da eben 50 Vitalität, 100 Vitalität rein. Nö. Würde ich sagen. Flup. Du hast aber wenig Punkte im vierten Tab. Der hier, das ist so allgemeiner Stuff. Allgemeines Zeug. Was? 81 Calls? Nein, um Himmels Willen, meld mich doch nicht bei so einem Schwachsinn an. Ja, ich weiß, dass man Tragkraft skillen kann. Hier, der hier. Hansen, schönen guten Abend. Aber tatsächlich habe ich aktuell gar nicht so schlimme Probleme mit dem Gewicht. Also es geht. Es geht tatsächlich. Es könnte schlimmer sein. Finde ich. Eurovision Song Contest. Ja, das macht es gleich noch viel besser. So, dann wollen wir mal nach unserer Katzenrüssi suchen. Schatz. Das ewige Feuer. Galt jetzt das, naja. Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Dem Gewicht. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Wir besprechen das gleich, mein Freund. Nach rein oder aus der Stadt raus. Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Bisher sind gerade mal 2 Fliegen da reinge... Dingst. So, Schatz. Was hast du nochmal? Ha? Galt das der Gewichtsaussage, mein Freund? Furchtbar. Tut mir leid. Hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer.
Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürger. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Siggi Reuven. Siggi! Siggi! Geleitbrief des ewigen Feuers. An alle Zuständigen, der Träger dieses Dokument besitzt die Erlaubnis, die freie Stadt Novigrad zu jeder Tages- und Nachtzeit zu betreten und zu verlassen. Und darf unter keinen Umständen gestört, verletzt, verfolgt oder belästigt werden. Seine Heiligkeit, Hierarch, Himmelfahrt. Doch, Siggi! Der Hexer! Er sollte brennen! Ich hab dich im Blick, Weißer. Er hat deine Kameraden getötet! Auf dem Wall der Wegelbus! Was willst du? Weißhaar? Ein Majorans Wunden. Dafür kann ich nichts. Gerald von Riva. Dafür kann ich nichts. Ich hab damit nichts zu tun. Ich geh dann mal. Hilf ihm doch. Wie denn? Kann ich ihm helfen? Gnade! Ich sag euch alles! Alles! Er wird nicht rumgehangen. Oh. Ich kann hier nichts machen. Wie soll ich ihm denn helfen? Also Art geht hier. Oh. Verdammt. Au. Au. Vielen lieben Dank für den Host. Ich bin bloß gerade hier so ein bisschen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Au. Toll. Könntet ihr mal aus dem Weg gehen? Was ist das denn jetzt hier? Ich bugge jetzt nicht hier fest. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Na also, es geht doch. Geht doch mal weg jetzt. Gnome, schönen guten Abend, Hallöchen. Schnabeltier, schönen guten Abend. Und Isariel, vielen lieben Dank für den Host. Dankeschön. Hallöchen. Entschuldigung, ich war hier gerade ein bisschen beschäftigt. Nurtchen, schönen guten Abend. So, jetzt gucken wir hier nochmal. So, jetzt mal hier ganz in Ruhe. Na, jetzt. Könntest du jetzt mal sterben? Na, also, es geht doch. So, das war er. Au! Kopf ab. So. Ich kenne dich. Moritz Diefenthal. Richtig? Triss Freund, der nicht aus Novigrad fliehen wollte. Genau der. Genau der. Nur angesenkt. Vielen Dank, Hexer, und ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Du kannst in Zukunft jammern und um Hilfe rufen, aber zeig nicht auf mich und schwärz mich nicht an. Verschwinde, bevor die Wache kommt. So. Alles geregelt. Alles geregelt. Heiner? Wie er da so über die Mauer guckt? Schön. Gut. Das hätten wir geregelt. Regen macht ihr wohl. Danke fürs was sagen, dass ich da was tun kann. Da war kein Ausrufezeichen oder so und ich dachte, deswegen muss ich das jetzt mehr oder weniger ignorieren. Ach, das ist ja hier in Novigrad, Lul. Du hättest ihn brennen lassen? Natürlich, Onkel. Natürlich hättest du ihn brennen lassen. Nee, das ist hier nicht in Novigrad. Hä? Aber eins davon hier ist in Novigrad. Das da. Das mal gucken. Das hier ist das Passagen unter der Tempelinsel. Ah. Ganz frisch. Der Regen wird sie ruinieren. Dann gucken wir doch da mal. Bye bye 0815.
3 getötet, um 1 zu retten? Ja, aber das ist in dem Fall absolut in Ordnung. Hi, Lucy. Hilf einer Frau in Not. Wo ist das Problem? In meinem Haus, darin spukt's. Es heult, rasselt mit Ketten, Teller zerbersten. Wo ist Salat? Ich habe Angst, dort zu sein. Kannst du nachsehen, welche Art Phantom das ist? Ich will auch nicht knausern. Klar. Klingt nach einem Wicht oder einem Wettermacher. Absolut, Mangometeor, absolut. Gut, ich kümmere mich drum. Ich danke dir vielmals. Komm mit mir. Ich zeig dir den Weg. Ah. Tja, dann machen wir jetzt erstmal das, weil... Nee, warte mal, das war jetzt das Falsche, oder? Ach, ich weiß nicht, wir folgen jetzt einfach mal. Ja, genau. Wurde mal wieder verarscht. Ist ja nun auch nichts Neues. Also so langsam. Madame! Ich mag es nicht, reingelegt zu werden. Reingelegt? Ich sagte, bei mir spukt es. Ich konnte nicht wissen, dass es Jäger sind. Na genau. Nur wussten die Jäger genau, auf wen sie warten. Das riecht mir nach einer Falle. Gut, vielleicht bin ich nicht ganz ehrlich gewesen. Vor allem kann ich dich nicht mit Gold belohnen. Aber das heißt nicht, dass du mit leeren Händen gehen musst. Hier, ein Schlüssel zu einem Schatz. Es sind insgesamt 3. Folge den Jägern, um die anderen beiden zu finden. Ich muss jetzt fliehen. Sie hätte ja auch einfach was sagen können, ja? Die hätte ja auch einfach was sagen können. Das ist nämlich wieder der Haftbefehl. Ich wusste doch, dass ich diesen Namen schon gelesen habe. Weißt du? So. Wolfclaw LP. Vielen, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Mach es dir bitte gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen und trag bitte stets ein nasses Handtuch zur Verteidigung bei dir. Für den Fall, dass es dich in die Gruppendusche verschlägt. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Klimaanlagenmäßig. So ein Wettermacher. Waren nur Angestellte, keine Ärsche. Nun, Gruber Brother. Ah. Schauen Sie erstmal noch kurz um. Hier ist leider abgeschlossen. Halt. Ich wollte da hinten hin. Wir machen jetzt erstmal eine kurz nach der anderen hier. Ich kann da nicht alles auf einmal machen. Das ist ja furchtbar. Guten Abend, Kung Fu Skull. Snoo-Snoo? Was? Mit ihr? Nee, da hatte ich doch jetzt nicht die Option für. Hatte doch gar keine Option dafür. In den Nacken gesprungen. Also ich weiß nicht, ob ich hier richtig laufe. Ist irgendwie nach unten jetzt? Noch weiter nach unten? Wie soll das... Oh! Ups. Bitte geh wieder hoch. Oh Gott sei Dank. Ja nun. Hallo Denkzettel. Ja, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie komme ich da hin? Hey! Hier lang? Ah, hier bin ich richtig. Sehr gut. So, schmeißen wir mal Katze an. Wo hab ich's? Da ist es. Ja, ich hoffe mal, dass ich Schwalbe jetzt nicht brauche. Weiß nicht, wie lange ich jetzt in der Höhle bin, deswegen lass uns direkt mal unten auf der Taste, das ist ganz praktisch.
Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Kane gegeben hat? Findest du das Spiel nicht ein bisschen sexistisch? Ernst gemeinte Frage? Nö. Nicht zwangsläufig, ein bisschen. Aber das ist fast jedes Spiel. Also zumindest solange es normale, also Frauen und Männer in dem Spiel gibt, ist fast jedes Spiel ein bisschen sexistisch. Aber häufig, ich glaube häufig sieht man Sexismus, wo eigentlich gar keiner ist. Also wo zumindest grundsätzlich keiner bewusst sein soll. Viele interpretieren halt einfach auch zu viel und sind selber, glaube ich, so ein bisschen... Na, ich weiß nicht, ob das dann einfach übertriebenes, ja, keine Ahnung. Ich meine, das Spiel ist schließlich auch äußerst, also wenn man es so will, ist das Spiel auch äußerst rassistisch, ne? Ich meine, hier geht es ja auch darum, dass die eben die Anderlinge, die andersseienden Zwergen, Elfen und so weiter, alle abschlachten und verbrennen und so. Nee, das ist nicht zuckerfrei, Kiale. Mm-mm, überhaupt nicht. Deswegen trinke ich das auch eigentlich ungern, aber ich hatte keine Meiermatte mehr da. Da ist so viel Zucker drin in dem Zeug. Ist ganz schlimm. So, was haben wir denn da hinten? Das ist so ein Konstrukt, oder? Ich würde auf Konstrukt tippen. Wo ist das Konstruktöl? Wo ist das Konstruktöl? Hier. Ist halt immer eine Frage des Settings. Genau, sehe ich auch so. Hexen sind auch sehr unbeliebt, ja. Mach das, Rino. Viel Spaß. Absolut, absolut Kung Fu Sky. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, dass sie Triss auch sehr, sehr gut hier als Anführerin dargestellt haben, ne? Wie sie diese Rede hält dann auch unten, wir müssen jetzt hier raus und so. Also es, ne? Ist schon nicht schlecht. Kann man machen. Hallo. Au. Verdammt. Mist. Weil du Ludling angeschrieben hast und ihn gefragt hast, wie es ihm geht. Nur er reagiert einfach nur nicht. Er ist entspannt im Lurklot, Johann. Das darfst du nicht irgendwie als gemutet, gebannt oder sowas sehen. Hast du eine Mod, um mehrere Quests anzuzeigen? Nö, Nasenbahn an. Ich habe gar keine Mod drauf. Ist das Vieh so schwach oder du so stark? Ich so stark? Ich habe... Die Öle helfen unglaublich viel und ich bin in die Richtung auch extrem geskillt. Straßenlaternen auch sexistisch. Ja, die waren unfassbar sexistisch, Apollo, finde ich auch. Ampeln. Jetzt ist aber gut. Jetzt hören wir aber wieder auf. Ja, es weist kritisch auf Rassismus hin, Koala, ja. Macht es. Ist auch egal. Müssen jetzt nicht darüber debattieren.
Ich mag das Spiel. Na, man weiß ja nicht. Nee, Lord Johann, das ist einfach nur, also da brauchst du dir echt keine Sorgen machen, wenn mein Männel jemanden ignoriert, das macht er einfach immer. Er ignoriert ja auch mich. Also, von dem her. Ich krieg auch immer nur fiese Kommentare. Ja. Das ist also völlig normal. Brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Genau, man muss nicht immer mehr reininterpretieren. So sieht es aus. Genau, Gary wird auf jeden Fall nicht ignoriert. Ist aber eben auch der Einzige. So, wir gehen erstmal links rum. Ich mache übrigens das Licht hier mit Absicht an, weil dann weiß ich, wo ich lang gelaufen bin. Makisome, moin, Hallöchen. Nicht tätscheln, meine Haare. Meine Haare. Genau, Sano ist die unantastbare Mordinstanz im Hintergrund. So sieht es aus. Was ist denn das hier jetzt? Blicke in die Tiefe und finde Erleuchtung. Vergib dich, versucht halt zu schlafen. Och Gottchen. Das ist aber nicht schön, Wolf. Auf was liegt Katze? Auf Y. Nimm mal einen Brief. Forschungsnotizen. Gemäß den Anweisungen unseres Leiters Ireneus war Steingart, haben wir eine Reihe von Studien am Erbgut der Wesen durchgeführt, die allgemein als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreichte Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in ein Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endeten die vitalen Funktionen der oben genannten Exemplare, sodass wir die Studie nicht fortsetzen konnten. Matteo Sicula. Sicula? Scaminato, schönen guten Abend, hey. Wasser, Eis verdrückt, du musst bald neuer kaufen. Ja, ich suche jetzt gerade das Katzenhexer-Set. Versuche ich gerade zusammen zu kriegen. Das wäre ganz schön. Das würde ich ganz schön finden. Eine Erscheinung. Geheimnisvolles Rezept. Lieber Pascal, lieber Timo, da ich etwas Zeit zwischen den Behandlungen habe, die ich diesen stinkenden Ertrunkenen verabreichen muss, schreibe ich euch wie versprochen das Rezept meines berühmten scharfen Huhn-Kürbis-Eintopfs auf. Kürbis, Hühnerschenkel oder Brust, wenn es nicht anders geht. Kokosmilch, schwer zu bekommen, aber es gibt ein Schiff des Importhandels Opitenberg und Söhne, das jeden ersten Mittwoch im Monat den Hafen von Novigrad anläuft und alles Mögliche verkauft, sogar gestreifte Pferde. Restliche Zutatenliste unleserlich, Seite zerrissen. Den Rest werdet ihr sicherlich alleine hinbekommen. Viel Erfolg. M. PS, jetzt schuldet ihr mir einen Gefallen. Dürfte für den Sonntag noch reichen. Nathan, das gab doch jetzt erst. Zuletzt war doch hier bei den Dickmännern. Waren das die Dickmänner, wo es da so einen Aufruhr gab auf Twitter? Das ist Nutzloses. Ein Witcher 3 Kochbuch? Nee, ich glaube nicht. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht. So. Wir haben uns erstmal um dich kümmern. Schau nach unten. Na, aber die schauen alle nach unten. Oder?
Gucken die nicht alle nach unten? Huch. Jetzt ist die Frage, müssen die alle nach außen gucken oder alle nach innen? Wir sagen alle nach innen. Wieso geht das nicht? Skeletor, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Du kannst die Figuren drehen. Ah, sieh da, ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Und wenn es geht, keine Spoiler. Das wäre ganz schön. Probier die einfach mal alle nach innen zu drehen. Gucken, was passiert. So. Hallo. Gott, diese Konsolensteuerung immer. Furchtbar. So. So, völlig falsch und alle müssen nach außen gucken, dann, naja. Das dauert schon ganz schön lange hier. Scheiß Konsolen. Furchtbar. Das war zu erwarten. Da sind ja Ertrunkene drin, oder? Mal stark von aus. Wenn ich da drinnen jetzt sterbe, raste ich aus. Ja, nur damit es klar ist. Weil ich kann jetzt nicht sterben. Nicht speichern. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz weg. Ich würde gerne speichern. Ich habe keine Lust, die nochmal zu drehen. So. Au! Hey! Man kann aber auch nicht ausweichen unter Wasser, oder? Alter! Au. Gut. Hab ich erstmal. Ich spiele zufälligerweise auf einer Konsole. Na, und. Und Azidal, das kannst du dir einfach mal für. Also grundsätzlich für alle Streams merken, dass du einfach erst nachfragst. Frag erst nach, ob es okay ist, dass du dem Streamer Tipps gibst, Hinweise gibst, irgendwas. Ja. Und erst dann, wenn der Streamer sagt, jo, ist okay bei mir, erst dann sowas schreiben. Sonst bitte grundsätzlich nicht. In den meisten Streams ist es eigentlich grundsätzlich so, dass Spoiler und sowas ungern gesehen sind. Spieler wollen das eigentlich selber herausfinden. Wie irgendwas funktioniert. In den meisten. Ja, jetzt vielleicht auch Ausnahmen. Weiß nicht. So. Sehr gut.
Sehr, sehr gut. So, hier ist aber auch nicht mehr, oder? Ich habe jetzt hier halt diesen Schlüssel gefunden. Mal schauen, den werden wir dann vermutlich irgendwo brauchen. Richtige Aquaman. Ja. Richtige. Okay, gut. Alternative Bewegung, die ist direkte. Kann man denn das einstellen? Ich spiele die ganze Zeit halt mit diesem, naja, Konsolengefrickle hier. Dieses, was immer so, ne? Dip, dip. Ich finde das furchtbar. Diese Art der Bewegung finde ich ganz schlimm. Wobei das ja in Witcher 3 eigentlich noch geht, ne? Wenn ich da an die 1 denke, die war grausam. Ich konnte die 1 nicht spielen. Das ging nicht. Das war so schlecht. Das ging einfach nicht. Ich musste aufhören. So, da unten ist noch irgendwas. Ich weiß noch nicht, ob ich da rein will. Hab ich das jetzt gelootet? Ja. Es ging so schnell. Wollen wir wetten, dass mich hier gleich was angreift? Rechnung für einen Golem. Ausgestellt von Yehuda Löw. Käufer Ireneus war Steinberg. Steingart. Gekaufte Waren. Wachgolem. Tonerde. Porzellan. Garantie. Im Falle einer Beschädigung der Keramik. Bitte bei der nächsten Niederlassung von Yehuda Löw und Lehrlinge melden. Der Golem kann nur von qualifizierten Mitarbeitern des Unternehmens wieder instand gesetzt werden. Naja, oder mich greift halt hier auch nichts. Was war das denn? Ach, das sind diese Pilze hier irgendwie. Ja, oder mich greift halt doch was an. Es war halt einfach klar. Ist denn jetzt? Da ist es. Ich habe mich schon gewundert. Gute Nacht, Kialo. Schlaf gut. Bye, bye. Kaum einen Unterschied bemerkt? Unter Option allgemeine Einstellung. Die Legende des Prager Golems. Karatras? Magst du uns mehr dazu erzählen? Der Prager Golem? So, allgemeine Einstellung, hast du gesagt. Sagst du mir noch, wo allgemein ist? Spiel oder was? Vermutlich nicht. Bewegungsreaktion, doch, ist auf alternativ. Also die habe ich offensichtlich schon an. Die Alternative. Sie die Geduld, die Bücher alle durchzulesen? Doch, ich mache das tatsächlich. Weil ich die super spannend und interessant finde. Was hockt denn da vorne? Das ist aber kein Golem, was da hockt, was auch immer es ist. Ich wünsche mir gerade, dass Katze nicht mehr wirkt. Deswegen werde ich jetzt Folgendes tun. Ich werde jetzt... mal in einer Simpsons-Folge mit dem Golem. Ah. Gute Nacht, Poltergeist, schlaf gut. Ein Tongolem, erschaffen von Yehuda Löw. Um die Juden von Prag im 12. Jahrhundert vor Verfolgung zu schützen. Oh,
okay. Sensual, schönen guten Abend, hi. Ah. So, was bist du denn jetzt? Nicht gut, nicht böse, nur Schmerz. Was ist das, verrückter Kian? Ich habe nicht das Gefühl, dass der reden will. Ich glaube, der will nicht reden. Au. Was auch immer du bist. Ach du Scheiße. Verdammt. Nicht gut. Das reicht jetzt. Okay. Ich hab's weggemacht. Mondklinge, Labornotiz, Katzenhose, Katzenhandschuhe, Katzenstiefel, Katzenrüstung. Ja. Das ist katztastisch. Ja, Mann. Die ursprüngliche Golem-Legende. Das war ein Hexer, ja, das habe ich gemerkt. Am Zeichen habe ich das gemerkt. Sehr cool. Die Golem-Dabe, die ich meine, war nicht hasserfüllt und Raupe hat sie geliebt. Eine Golem-Dame? Hilf mir. Ah, Dragon Age Origins, Shale, mit ihren Tauben. Sie mochte ja Vögel so gerne. Erster Tag. Zum Glück hat der Teleport uns direkt in mein Labor gebracht. Es ist gut, zu Hause zu sein. Diese lecke Nussschale hing mir zum Hals raus. Hoffentlich hat der Sturm, den ich beschworen habe, sie auf diese spitzen Riffe vor Grashügel geworfen. Die Experimente, die meine Studenten in meiner Abwesenheit mit den Ertrunkenen durchgeführt haben, haben nicht die erwarteten Ergebnisse erbracht. Wie üblich muss ich alles selber machen. Ich werde dem Subjekt einen absurd medizinischen Opiums verabreichen. Diese Mohnblumenmilch hält den Hexer halb bei Bewusstsein, sodass er zu keinerlei Widerstand fähig ist. Studienbeginn. Anmerkung. Ich muss meine geplanten Experimente unterbrechen, solange ich den zerstörten Teil meines Labors in Ordnung bringe. Die Knochen im Unterarm meines Assistenten habe ich gerichtet. Ich werde dem Hexer jetzt eine vierfache Dosis Mohnblumenmilch verabreichen. Vierter Tag. Das Subjekt zeigt die erstaunlichste Widerstandskraft gegen physische Folter. Zwar erst nach dem zweiten Tag intensiver Arbeit gebrochen. Moderat befriedigende Ergebnisse des Verhörs. Ich konnte Informationen zur Hexerausbildung und der Katzenschule allgemein gewinnen. Ich vermute, sind die Hexer der Katzenschule größtenteils elfischer Abkunft. Die Schule muss irgendwie mit den älteren Völkern in Verbindung stehen. Addendum. Vielleicht war der Begründer ein Enseid-Elf. Ein Enseide, nee. Wie heißen die? Ist das richtig so? Enseide? Subjekt ist zu weiteren Studien nicht mehr geeignet. Ich setze die Mohnblumenmilchgaben aus. Siebter Tag. Ich verabreichte einen Extrakt aus Wasserschierling und Schierling. Bei typischen Vertretern der Enseide verursacht eine solche Mischung eine Paralyse des peripheren Nervensystems und schließlich auch der Nervenenden. Dies führt zur Paralyse der Muskeln, des Stützapparats, der Lungen und des Herzens. Schließlich tritt der Tod durch Erstickung ein.
Natürlich ist der Hexer kein typischer Vertreter irgendeiner Spezies. Das Gift schien zwar eine milde Irritation seines Nervensystems zu bewirken, doch sein mutierter Körper konnte die schädlichen Alkaloide rasch neutralisieren. Binnen Stunden sind alle Symptome des Gifts, das sich verabreichte, abgeklungen. I. I. 15. Tag. Injektionen des Seewespentoxins erbrachten nicht die erwarteten Ergebnisse. Zur Verstärkung der Giftwirkung habe ich Ethylalkohol in seine Wunden gegossen. Sein Nervensystem ist offenbar immun. Das Subjekt wurde 26. Tag. Das Subjekt wurde gefoltert, vergiftet, verbrannt, eingefroren, ausgehungert und dehydriert. Trotz alledem funktioniert sein Körper weiterhin. Es isst und trinkt selbstständig, bewegt sich eigenständig durch die Zelle und kann einfache Worte, bitte trinken, nicht wehtun, aufhören, artikulieren. Schluss. Wie ich vermute, ist der Hexer der ideale Besessene. Ein Dämon, der in einen so exzellent vorbereiteten Körper gebannt wird, wird zum leibhaftigen Tod, zum Rachegeist aus Fleisch und Blut und untersteht meinem Befehl. Seit den Zeiten von Malaspin und Al'Sur ist es niemandem gelungen, ein Wesen von solcher Macht zu erschaffen. Dies ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Zeit, mit der Beschwörung zu beginnen. Jetzt wissen wir also, was das war. Das ist widerlich. Gute Nacht, Imnor. Enseide aus. Mit Ä. Genau, wir erschaffen uns einen Hexerdämon. Was könnte da schon schief gehen? Ein Dämon, genau, ein Dämon in einem Hexerkörper. Das ist einfach nur abartig. Wow. Wie eklig, echt. Wer kommt denn auf solche Ideen? Weißt du? Also ich meine, da musst du doch wirklich schon voll einen an der Waffel haben. Aber, und das ist toll, ich habe meine Rüstung. Das ist super. Jetzt muss ich faktisch nur noch jemanden finden, der sie mir craftet. Und dann haben wir es. Also es ist ja, glaube ich, der Anfang, ne? Das ist der erste Teil des Sets, denke ich. Ja, durchaus, Nathan. Ja, ich weiß, Asial, ja. Ja, leider. Ach, verdammt. Hallo? So. Das ewige Feuer sein. Was passiert denn, wenn man einen Dämon in einen Raupenkörper steckt? Da wäre ich vorsichtig. Da muss man bestimmt ganz doll aufpassen. Ich hätte Lust auf ihn. Das neue Schwert habe ich mir abgeholt. Oder was meinst du? Das habe ich mir abgeholt, aber das ist halt nicht besser als mein Katzenstahlschwert. Deswegen werde ich das nicht benutzen. Philipp. Es gibt Grenzen. Russischer Arzt eine Maschine entwickelt, um Köpfe ohne Körper am Leben zu erhalten. Das geht ja nicht. Velen ist eine Brutstätte der Hexerei und des Aberglaubens. Denk daran, wenn du dich auf schwarze Magie einlässt, wirst du verhört und verurteilt. Ich? Schwarze Magie? Ich bin doch nur ein Holzfäller. Dann weiß ich nicht, was du in dieser Stadt willst. Wir brauchen hier keine Holzfäller. Weißhaar? Weitergehen! Schreckliche Zeiten.
Schreckliche Zeiten. Hallo, der Pilzi. Schön. Freut mich. Toll. Was führt dich her? Man erfährt mein Nachbar so viel, Rudyard Nicke. Wenn man zur Kneipe sein kann. Ich versuche das zu entziffern, Draco Karl, aber ich kann es nicht. Es tut mir leid. Irgendwie finde ich hier nicht mehr raus. Verdammt. Oh doch. Oh, ich habe den Ausgang gefunden. Sehr gut. Jetzt stellt sich mir nur die entscheidende Frage. Wir hatten der Schmied beim Baron. Der Schmied beim Baron müsste der sein, der die Hexenausrüstung craften kann, oder? Das müsste doch ein Meisterschmied sein. Wenn ich mich nicht täusche. Das Video von einem Hundekopf? Da gibt es ein Video von einem Hundekopf dazu? Erzählt mir nicht, dass diese Maschine funktioniert hat. Das wäre widerlich. So, ich möchte gern... da möchte ich gern hin. Greenfels. Ja! Ach, stimmt! Magometeo, stimmt! Ich habe eine Quest. Ich habe ja da eine Quest bekommen. Damals. Uff. Das müsste ja die hier sein. Ich weiß nicht mal, wo ich dazu hin muss. Ja, aber es geht ja um die Katzen-Russi, Lucy. Ich weiß nicht, ob er die hinkriegt. Und du bist der Hexenmann? Es geht um keinen. Ja, dann schauen wir mal. Also wenn er die Katzen-Russi so hinbekommt, dann muss ich das jetzt nicht unbedingt machen. Schau mal. Hallo. Wie kann ich helfen? Ich brauche eine Rüstung. Ha! Geht. Alles gut. Läuft. Monsterzahn, gehärtetes Holz, Nägel. Haben wir da alles da? So, die Katzenhandschuhe, Katzenrüstung. Verbesserte Katzenrüstung könnte er schon machen, aber dann kann ich sie nicht mehr tragen. Stiefel. Katzenstiefel. Und die Hose noch. Katzenhose. Alles da. Wir haben alles da. Katzenhandschuhe hatte ich ja gebaut, ne? Sehr gut. Sind aber nett geworden, wa? Da guckst du. Elfenwetzstein. Leb wohl. Das wäre ja auch Quatsch. Also irgendwie wäre das Blödsinn, wenn die Rüstung irgendwie nur Stufe, was, 17 voraussetzt? Ja, die Rüstung benötigt Stufe 17 und um das zu machen, müsste ich eine 24er Quest erledigen. Das wäre schon irgendwie merkwürdig. Guten Abend, Nathalie. Hallöchen.
Oh Gott. Ja gut, daran muss ich mich jetzt nach der Nilfgaarde schon erstmal gewöhnen. Das ist ja peinlich. Oh Mann. Alles gut, mein Gummitier, war nicht schlimm. Voll hässlich, aber volle Kanne. Das ist einfach nur peinlich. Und? Ach, sieht so schlimm aus. Ich hätte Angst, um zu vergiften. Aber das hast du mich doch schon. Leichtigkeit ausgelegt, damit du öfter Zeichen wirken kannst. Ich mag sie. Aber man sieht die Oberarme so schön. Wie ein eleganter Elf. Verbessert sieht dann etwas besser aus. Aber da fehlt mir noch ein bisschen Level. Mir fehlt ein Schwert, Lucy. Das kann ich, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, ich kann immer noch nicht das... das Silberschwert fehlt mir, glaube ich, noch, oder? Genau. Das Katzensilberschwert ist das, was mir noch fehlt, tatsächlich. Das kann ich leider noch nicht craften. Ich will aber nicht zum Friseur. Onkel. Ich war schon bei Friseur, hab nichts gefunden, will nichts ändern, alles gut. Nach jedem Upgrade besser aus, alles gut. Ist nicht mein Spielstyle. Ja, eben, also die Bärenrüstung ist doch auf Tanken ausgelegt, Altecher, glaube ich. Ich hab's nicht mit bei dem Typen bekommen. Lucy, ich weiß es nicht. Vielleicht, wir könnten gucken. Warum gibt es hier eigentlich wieder neue Aufträge? Auspeitschung, Dachreparatur, erstklassige Pilzgründe, Hexer gesucht. In der Gegend umtraufen, aufspüren und vernichtet. Aber wir nehmen einfach mal alles mit. Nö, aber was Neues kam nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert eigentlich. Das wäre merkwürdig gewesen. Auspeitschung. Los, ja. Lauf! Läuft dir so, Darion. Es ging ja ums Komplettbild mit Rüstung. Trotzdem, ich mag die Haare und den Bart so, Onkel. Das bleibt so. Punkt. Sind verzimmt worden wie Novigrader Hure. Dann nochmal zurück nach Novigrad gucken, ob wir eventuell jetzt das Schwert noch herstellen können. Das wäre ganz cool. Dann hätten wir das Katzenset erstmal vollständig. Das würde mir gut gefallen. Auch wenn es nicht toll aussieht, aber naja. Was willst du tun? Nase kitzelt die ganze Zeit. Begrab mich mit einem Fass Bier in den Hund. Skandalös, Koala, ich weiß. Skandalös ist das. Hey, du. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Wenigstens lacht er mich nicht aus. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Gucken wir mal. Silberschwert. Nee. Katze war da eindeutig nicht. Leider. Katze war nicht dabei. Das heißt, das Katzensilberschwert habe ich immer noch nicht. Ach so, warte mal. Was hast du denn im Angebot? Genau, die Quest mit dem Set ist ja noch nicht fertig. Also ich denke, wir müssen da noch ein bisschen was suchen. Ich denke, wir müssen da einfach noch ein bisschen suchen. Wow. Das ist halt schön, ne? Bis dann. Ich denke, ja, ich habe das noch nicht fertig. Ach, das Schwert hast du gemeint, Pille. Ja, das Schwert ist tatsächlich nicht schlecht. Aber ich will ja das Katzenset. Deswegen ist es eigentlich gerade Schatz suchen. Hier. Hast
hast du von dem Heini bekommen? Von dem Heini? Was hast du denn schon davon? Na, jetzt habe ich die Ausrüstung, das Stahlschwert, jetzt brauche ich noch das Silberschwert. Aber ich habe irgendwie noch zwei Punkte, die ich untersuchen muss. Mir fehlen offensichtlich noch zwei Ausrüstungselemente, weil da steht 5 von 7. Ach, von dem dämonenbesessenen Hexer. Ach, von dem habe ich das bekommen. Ah. So. Ganz kurz ein bisschen Platz schaffen. Warum habe ich eigentlich das Greifenstahlschwert noch im Inventar? Klinge von Tiertocher. Wollte gerade sagen, das hier ist doch die gleiche. Hier ist sie nochmal. Maugrim habe ich auch mehrfach. Vielleicht ein passender Hut. Süße Katzenöhrchen. Ja, süße Katzenöhrchen, das Beste. Das wär's doch. Lass sie rein, wenn sie unbedingt wollen. Die Schwarze. Gut, oh, dann suchen wir mal noch den Rest. Du bist nicht im Dienst. Gehen erstmal zum Tor der Hierarchen. Ich bin alles so leid. Sie hat nicht gezaubert. Bei meiner Ehre. Suchst du jemanden Fremder? Weniger wert als Menschenscheiße. Gott, ich würde den gerade zuhören. Daraus hat sie Tee gegen Bauchschmerzen gemacht. Aha. Also hat sie Tränke gebraut. Probe, schreib das auf. Ihr Vater ist Zeuge. Tränke? Seid ihr verrückt? Ich diene dem ewigen Feuer. Ich würde hier gerade gerne was machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es kann. Ich glaube nicht. Es war noch fehlendes zweite Schwert und vielleicht die die Armbrust vielleicht. Ja, das könnte sein. Die Armbrust könnte tatsächlich sein. Hier ist das Wrack. Ja, gut. Zum Ruhmestor und dann von dort aus. Naja, es hilft jetzt nicht viel. Als Hexerkatzenöhrchen? Nicht dein Ernst, nicht? Ich fände das toll. So ein paar Katzenöhrchen, flauschige. Wow, plötzlich musst du jetzt da unten stehen. Erinnerst du dich an mich, Hexer? Die Skoyatel, die du verraten hast. Was? Wer bist du denn? Eichhörnchenschwanz? Ob ich den tragen kann? Die Skoyatel, die ich verraten habe? Welches Goyatelle habe ich denn verraten? Ich bin verwirrt. Weiter so, Plätze. Muss ich denn entlang? Für den Reisepass, den du brauchtest, um nach Ochsen vorzukommen, aber ich hab die da nicht verraten, glaube ich, oder? Beweg dich! Ich hab die doch gar nicht verraten an der Stelle. Diese Gruppe. Bye, Buffs, bye, bye. Merkwürdig. Jawohl, da war das. Vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 5 Monate. Doch schnell Sub verlängern und dann Richtung Bett. Mach das, Pavades. Vielen lieben Dank für 5 Monate. Nimm dir einen wichtigen privaten Gegenstand mit in eine Gummizelle. Und lass es dir weiterhin gut gehen. Jetzt fühlt es sich ein bisschen heimeliger an. Dankeschön, mein Lieber. Und gute Nacht wünsche ich dir dann. Eichhörnchen im Wald sind. Der hat dich nicht bezahlt, weil du sie nicht getötet hast. Aber den passt so. Ach, stimmt.
stimmt. Ja, jetzt, wo du es sagst. So war das ja. Oh, guck mal, hier Händler, Scoia'tael. Du bist es. Ich werde dich niemals vergessen. Abermals, vielen Dank. Was? Du kennst mich? Woher? Wir sind uns vor langer Zeit im Brokilon begegnet. Möglich, aber ich kann mich nicht entsinnen. Kein Wunder. Du warst damals schwer verwundet. Ohne die Dryaden hättest du es wohl nicht geschafft. Das ist lange her. So lange, dass es auch in einem anderen Leben gewesen sein könnte. Was vielleicht sogar hinkommt. Das stimmt, Kaffee. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich würde gerne sehen, was du zu verkaufen hast. Tja, offensichtlich kennt er mich. So. Der kennt mich halt. Kay. Große Erdenglyphe. Nicht schlecht. Monumenta Elphorum, das nehmen wir mal mit. Weil ich es offensichtlich nicht kenne. Torlun. War fail. Schweizer 8 Community-Treffen hinter mir war sehr cool. Das freut mich, Frau Wardes. Das freut mich. Ich hatte das bloß am Rande mitgekriegt. Hey. Los, lauf! Dass sich die Schweizer 8 treffen. So, da ist das Wrack. Na juhu. Müssen wir einen Kilometer weit schwimmen? Hatte ich jetzt eigentlich diesen Trank? Schneesturm, Vollmond. Ich glaube, den Trank hatte ich immer noch nicht, oder? Den, ach doch, Schwertwahl. Ha! Ich habe ihn sogar. Guck mal. Cool. Oh, Romus, schönen guten Abend. Hallöchen. Das ist gut. The Hateful Eight? Nein. Ist ja niemand hateful. Hallo? Oh, nicht. Die Acht. Die Andidev Acht. Ich muss ja gar nicht tauchen, glaube ich. Ich muss nur drauf. Bewachter Schatz. Ja, aber wovon? Ich komme hier irgendwie nicht. Hier komme ich nicht lang, warum auch immer er hier nicht hochgeht. Vermutlich, weil er sich einfach gerne anstellt. Könntest du bitte. Sag mal. So, irgendwie, manchmal ist er ganz schön unfähig. Oh! Oh! Keiner! Ein Basilisk. Basilisk brauche ich. Ist das ein Hybride? Ich würde das immer nicht merken, ich glaube. Oder? Ist das ein Drakonide? Nee, Basilisk ist ein Drakonide. Infentar. Ich finde es so schön, dass ich in der Zwischenzeit einfach ein bisschen in meinem Inventar rumfriemeln kann, so ganz entspannt. Das Richtige finden. Hier ist es.
ging daneben. Das ging ebenfalls daneben. Den Flügel manchmal nicht so richtig klar. Weißt du dann nicht, bist du jetzt dahinter oder bist du es nicht? So, mein Freund. Gib mir deinen Loot. Dankeschön. Langkrall. Ein Schwert mit dem Namen Langkrall. Ja. Uninteressant. Ganz schön großer Gockel. Oh. Aber nicht schwer. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Logbuch des Kapitäns. Haben Novigrad verlassen, segeln Richtung Süden nach Bremerwort. Alles ist ruhig, sind in Bremerwort angekommen, Hafen ist voll, 4 Hulken, 6 Koggen, 1 Karacke und fast ein Dutzend Langschiffe. Seltsam. Auf fast der Hälfte dieser Langschiffe sind Freibeute, die für das Kaiserreich fahren. Was will das alte Nilfgaard mit einer Piratenflotte? Und warum liegt sie in Bremerwort? Beladen, abgeschlossen. Alle Passagiere sind an Bord. Wir verlassen Bremerwort mit Kurs auf Novigrad. Seltsam. Ein Magier hat eine Unsumme bezahlt, um eine Kabine mit dem Hexer teilen zu können. Mutanten finden sich wohl anziehend. Der Hexer ist ein echter Schatz. Nicht nur wegen der Monster, selbst die Zöllner sind in Kians. Sind die Kians Gegenwart höflicher? Und sie sind nicht ganz so skrupellos wie sonst. Scheinbar haben die Legenden, die sich um unseren Hexer ranken, ihren Diensteifer gebremst. Schneller Druckabfall, der Wind hat gedreht, könnte jetzt diesen Magier brauchen, der dem Hexer wie ein Schatten gefolgt ist, aber die beiden sind nirgends zu finden. Feiglinge. Der Bootsmann sagt, er hätte heute Morgen einen schrecklichen Lärm in der Kamine des Hexers gehört und helle Blitze wären unter der Tür zu sehen gewesen. Seitdem ist es ruhig. Muss nachsehen. Die Kabine ist leer. Kann das Schiff jetzt nicht durchsuchen? Wir müssen die Segel treffen. Schaffen wir es nicht bis in den Hafen. Müssen draußen auf See bleiben. Wir werden die Starksegel hissen und hoffen, dass die Götter über uns wachen. Monumenta Elforum. Oh Gott, diese Fliegen. Schlimm. Ein Rundgang durch die elfischen Bauwerke sollte am besten in Vysima beginnen, genauer gesagt in der Kanalisation der Stadt. Dies ist ein gefährlicher Ort, so viel steht fest, deshalb sollte ein gut bewaffneter Führer mitgenommen werden. Ein Teil der Kanalisation führt zu den Überresten der Stadt der Enseide. Oder Enseid. Nach wie vor lassen sich dort meisterliche Deckenschnitzereien bewundern. Blicke auf den makellos polierten Marmor werfen, vom alten Volk zurückgelassene Artefakte und ebenso alte Folianten finden, die in der Hand zu Staub zerfallen. Vergleichbar eindrucksvolle Bauwerke der Elfenkultur sind nur noch in Oxenford zu finden und irgendwo in der Wildnis von Velen, doch diese Informationen kann ich nicht aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Was war der Grund für den Untergang der Elfenzivilisation? Die Seuche? Der Kataklysmus? Nein, werter Leser, wir waren ihr Untergang, die Menschen. Wir haben die Elfen aus ihren Städten vertrieben und statt in ihren großartigen Palästen zu leben, haben wir sie abgetragen, um unsere schäbigen und schiefen Hütten zu bauen. Übrig geblieben ist nur, was wir unter Schutt und Schlamm begraben und anschließend jahrhundertelang aus unserem Gedächtnis gestrichen haben. Die Fliegen sind furchtbar. Ja? Die Fliegen sind furchtbar. Das geht mir so auf den Kranz. Und gute Nacht, Pavadas. Schlaf gut. Katzenarmbrust. Da haben wir's. Notizen des Magiers. Pyan hat auf dem fliegenden Hirsch als eine Art Wache angeheuert. Ein Sack prallgefüllt mit Novigrader Kronen hat den Captain davon überzeugt, mich in seiner Kajüte unterzubringen. Es läuft alles nach Plan. Eigentlich finde ich diese Expedition sogar amüsant.
Ich bin froh, dass ich die Entführung nicht von irgendeinem hirnlosen Muskelprotz erledigen lasse. Ich selbst kriege sie eleganter hin. Er ist vorsichtig. Mit einem beiläufig platzierten, vergifteten Apfel wird ihm nicht beizukommen sein. Ich werde ihn wohl mit einem Zauber von den Füßen holen und per Teleport fortschaffen müssen. Hoffentlich landen wir nicht irgendwo mitten auf der Tempelinsel, sondern in einem unterirdischen Quartier. In meinem unterirdischen Quartier. Die Kraft, die aus meinem Labor pulsiert, stößt einen guten Teil meiner Versuche ab, nach Hause zu teleportieren. Sehr hohes Resistenzniveau gegen psionische Zauber. Zeit, die zur vollständigen Durchdringung seines Nervensystems erforderlich ist. Mindestens eine halbe Stunde. Noch ein paar Augenblicke und der Hexer ist transportbereit. Jetzt muss ich nur noch unsere Spuren verwischen. Wie wär's mit einem kleinen Wetterumschwung? Während ich auf günstigere Witterung wartete, durchsuchte ich seine Sachen. Es waren einige sehr interessante Dokumente darunter. Eine Karte von Estayer und Handwerksschemas elfischer Herkunft. Randnotiz: hochinteressante Zeichnung einer einhändigen Armbrust. Vermutlich für die Jagd auf Drakonide oder Ornithosaurier. Muss während des Verhörs danach fragen. Ich finde meine Theorie bestätigt, dass die Hexe der Katzenschule Elfenwaffen einsetzen. Und, mein höre und staune, Notizen von Professor Sigismund Gloger. Es ist offensichtlich, dass der Hexer etwas mit dem Verschwinden des berühmten Professors zu tun hat. Könnte es sein, dass ich es mit diesem Cumulonimbi etwas übertrieben habe? Keine Zeit zu verlieren, ich muss uns evakuieren. Hier hat er den also entführt. Ja, das ist der Besessene, natürlich. Icebreaker. Deswegen hat sich der Magier auch unbedingt mit dem Hexer zusammen einquartieren lassen. Also es kann nicht nur sein, dass das der Verfluchte war. Natürlich ist er das, ja. Absolut. Absolut. So. Jetzt werden wir hier wieder straight rüber schwimmen. Oder wir machen jetzt Folgendes. Ja, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt Feierabend. Es ist um eins. Es ist um eins. Es ist um eins. Es ist übrigens schon um eins. Farlow McLean, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du gerade so zum Feierabend kommst. Es ist gerade so schön hier. Ich finde es gerade so schön hier. Nee, das ist ein Cliffhanger, Onkel. Das letzte Teil. Das ist ein Cliffhanger fürs nächste Mal. Ich weiß auch noch nicht, ob wir morgen mit Witcher weitermachen. Also heute, nach dem Schlafen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was wir heute machen. Es könnte auch sein, wir spielen Seven Days to Die, aber das weiß ich halt einfach noch nicht. Das muss ich schauen. Das ist noch nicht bestätigt. Ah, so. Freunde. Der Nacht. Wo schicke ich euch denn jetzt noch hin? Und nein, ich will keine Vorschläge. Ich glaube zumindest, ich brauche gerade keine Vorschläge. Oh, ich weiß, wo ich euch hinschicke, weil ich möchte, dass ihr euch dieses Spiel kurz anguckt und euch das dann im Zweifel kauft, wenn ihr das gut findet. Deswegen schicke ich euch zu Sarah. Sie spielt Unforeseen Incidents. Das möchte ich auch unbedingt noch spielen. Das ist ein Point-and-Click aus einer deutschen Spieleschmiede, also von einem deutschen Entwickler, Indie-Bereich. Ich werde das auch auf jeden Fall unbedingt noch spielen, weil das, ich glaube, eine mega super interessante Story hat und mir die Grafik sehr, sehr gut gefällt. Alles handgezeichnet und so, super schön. Dort wünsche ich euch noch einen fantastischen Abend. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Fühlt euch geknufft und ich freue mich drauf, wenn wir uns morgen dann wiedersehen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Viel Spaß bei Sarah. Bye, bye. Bobo.